Drei Leute schon mit 71. Cola Whisky, Cola Whisky, ey. Habt ihr mir zugehört? Jo, John, ich bin der Erste. Warum macht Patris kein Sumo mit? Weil wir gerade eben erst die Lieferung abgesetzt haben. Na, könnt ihr nachkommen? Wir können eine Runde erstmal ohne euch machen und dann. Oh, sie ist da! Es gibt drei Nachrichten in der Gruppe. Ich bin jetzt live. Ich stream gerade. John, ich habe eine Frage an dich. Jo, hau raus. Der Typ in der Brille? Welcher? Ja? Meinst du Patris? Nee, ich meinte hier, der komische Couch da, der mit eingeschrieben hat. Ach so, ja, der ist noch drin. Aber nicht John, mehr ich hab's lange. ja. Bei dem Über rausschmeißt, PlayStation? ja. Irgendwann mal. Wenn ihr ihn irgendwann rausschmeißt, tut, könnt ihr ihn 90 wahrscheinlich hier ins Internet. Prozent bei mir. Okay. Ich Ich, guck mal, was, wenn ich was kann ich bitte? Sorry. Den aus der Gruppe werfen. Wenn ihr diesen Typ aus der Gruppe rausgeworfen habt, ich hab ja die Okay. Gruppe verlassen. Ja. Eigentlich war das nicht Absicht, das war nicht Absicht. Ich bin aber in so vielen Gruppen drin, weil ich keine Lust hatte mehr. Ich wurde 90% jeden Tag zugesperrt. Also willst du jetzt wieder rein oder was? Ja, gerne. Aber ich hab diesen Typen auf, ja, nie gelöscht, aber nicht blockiert. Ich hab dich, Weil glaube, gar ich nicht. hätte ja. Warte mal, ich geb mal Patris ganz kurz Gruppenadmin, dann soll er das mal machen, weil ich habe dich leider nicht eingespeichert, Ich deswegen. hab deine Nummer. John, Wie ist hat das mir dein eigentlich die Rechte als Affen Gewicht entzogen? allein? Das will ich mal wissen. Ja, okay, ist gut. Ich John? hab generell, nachdem man sich gegenseitig rausgeschmissen Meine habe Popkultur ich ist alle eigentlich die explodiert. Rechte entzogen, außer Paul und Diskus, wobei das natürlich auch wieder eine dreckige Kombi ist. Also Paul und Warum? Tim. Ich hab nichts gemacht. Nee, aber du und Paul, ihr seid so eine Kombination, das ist so Ich hab wie noch zwei niemanden aus doofe der ein Gruppe Gedanke. geworfen. Nein, aber Ja. vom Game, also in den Spielen her habe ich schon andere Erfahrungen mit euch durch. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann in die WhatsApp-Gruppe, wer weiß. Also, ich will Patrice nicht. Ja, Ich kann aber ja nicht lange John, mehr dir bei ist dir. vielleicht aufgefallen, diese Sachen waren nur im Roleplay. John? Na, das ist ja das Schlimme daran. Die waren Warten nicht. nicht. Danke, Bombardierung? John? Was willst du? Parallel? Ist etwas Platz für mich Ja. dabei? Ja, Was es ist willst noch du wieder Platz mit für deinem dich. Vater Geld farmen? Nein, er will Ja. mitmachen. Ich höre ihn aber nicht. Olli ist drin. Hey. Den krieg ich Ohne. jetzt erstmal was machen. Drei Zuschauer, ich danke euch schon mal im Voraus, auch wenn ich nicht weiß, wer John, mir du hast jetzt eine da. Nachricht? Ja, warte, ich gehe schon rein. Nee, du, ich passe schon oft, John. Mir Ich habe geht's das alles ganz im gut. Vollen. Und dir so? Ja, Patrice, dann hau ab! Mama! Ich muss mal die Erwägung bei ihm. Was? Er geht mit Er ist seiner schon Mutter Geld farmen. 22, ne? Er geht mit seiner. Er geht mit seiner Mutter Geld farmen. Leute, hört mal bitte auf mit dem Prascheln. Das ist ein bisschen Ja, laut. sorry, ich habe ein paar Tim, Tüten offen. pack Ach deine so. Chips weg. Das sind keine Chips, das ist Popcorn. Ich habe gerade ein paar Kristall. Tüten aufgerissen und alles in eine Schüssel getan, damit kein Rascheln nervt. So Ich glaube, dass wie bei dir Kristall. Jugendlicher wilder Quatschen sind, obwohl wir abgemacht haben, dass wir John? immer retten. Also, wir nehmen jetzt den Redestein. John? Ja. Kannst du mal die junge Dame Elisabeth sagen, dass ich Mach keine Angst mal, mache? was für Fahrzeugklassen nehmen wir so? Was? Super Sport. Warum? Soll ich Ich starten? bin auch Die guter Junge, Elisabeth hat weil Angst vor ich mir. Nein, noch nicht starten, ich komme auch noch Der rein. KJ tut dir nichts. Elisabeth. Überhaupt nicht. John weiß, wie immer. Halt die Du auch nicht. Schnauze! Vielleicht hat sie Angst, dass es mir nicht gut geht oder so. Ich weiß nicht. Nee, du machst mir Bitte Angst, das heißt, starten Sie einfach jetzt meine. diese Scheiße. Oh, ich Das hab geht Olli auf von der mich. Straße Sonst hätte die dich gemeint. Du machst mir Angst, also geht das auf mich. Wie viele Leute? Was? Sechs Leute? Wir sind hier 10 Leute in der Party. Kann der Rest auch mal reinkommen hier? Ja. Allein lang. Ich warte ja gerade auf Einladung. Ja, guck Ich mal habe auf dein eingeladen. Telefon, du Idiot. Ich Wer bin steht denn noch da Ladescreen, hier? chill! Da Ach meckert so, nicht ja. rum! Ja, echt mal, ey! Dann sag doch früher was! Hast du Kimmo zum Reden? Oder wie So, ich habe jetzt? jetzt eingeladen von mir.
Oliver tut bei der Woche mit dem lieben Mike habe ich nichts mehr zu reden. Ja, so Olli ist ja schon generell. Wo ist denn Tiri eigentlich? Hat der nicht gesagt, der kommt on? Der Arsch! Ey, John. Der Typ hat mit seinem Leben abgeschlossen. Der nur noch John. Parallel, aber der Stückchen geht ja fünf. Also Mike wird, glaube ich, hier Olli 2.0. Pferdeschwanz, ja, vielleicht. Mrs. Black, komm so mal bitte in diese Sitzung rein. Du brauchst psychologische Hilfe. Was mit Patrice? Achso, nee, die machen ja noch eine Belagerung, ne? Black, Mrs. Black, wie lange geht denn euer Dings da noch? Ich bin natürlich. Oh, jetzt wird auf einer Tüte rumzufuchteln. Achso, na, wenn du Bock hast, kannst du reinkommen, ne? Das ist ein Modus, der macht auf jeden Fall Fun und Geld verdient tust du bestimmt auch. Bitte rein, dann haben wir eine gerade Anzahl von Leuten, das will John damit sagen. Ja. Also ich habe noch keine Einladung bekommen. Ey, du machst. Ja, dann bist du wahrscheinlich auf Offline gestellt, weil ich finde dich hier auch nirgendwo, ne? Wenn du auf Offline gestellt bist, kann ich dich nicht einladen. Ich hasse es, wenn Leute sich offline stellen und sich beschweren, dass sie keine Einladung bekommen. Ich könnte jedes Mal ausrasten. Nein, ich mach's ja jetzt so, dass mein Vater auf meinem Account spielt, dass ich nicht ganz Geld verbrauchen muss, dass er später dann auf meinem Account spielt, dass er nicht tausende Einladungen von meinen Freunden kriegt. Achso, ja, warte, hier. Deswegen hab ich mich offline gestellt. Ja, ja, aber ich, ja. Ach toll, ach, jetzt hat Olli, ich wusste gar nicht, dass Olli überhaupt beigetreten ist. Huch. Oh Leute, ich bin wieder da, ne? Nee, ist er nicht. Ich hab wieder gerade sein. Ey, ich vermisse das Kino nicht, ich vermisse das Kino-Popcorn. Ja, das Kino war geil mit dem Roboterfilm. Wollen wir nochmal hin? Kommen wir nochmal hin. Naja, aber da gibt es auch perverse Filme. Also ihr, beziehungsweise ich war ja noch nie da. Ach, ich hab. Mir ist was eingefallen. Könnt ihr jetzt eingeladen werden? Ey, wer hat da Musik gerade an? Den stimme ich jetzt. Ich frage mich auch, wer die Musik anhat. Leute, warte mal, ja. Einspruch. Wer fehlt ist diese Junge mit dieser cuten Stimme? Ich glaube, Parallel ist gemeint. Was? Ich glaube, Pferdeschwanz ist gemeint. Ich glaube, mehr wird mein Geschwanz ist wohl. Nee, Tim, Pferdeschwanz. Ja. Ach Leute, jetzt habt ihr die Sitzung gestartet. Er ist doch noch gar nicht da, der Tim. Oh, schade. Das Tim, du musst nachjoinen. Das tut uns aber warum richtig leid. Och nein, du hast die Sitzung aufgeschlossen. So eine Scheiße. Was für ein Fahrzeug nehmen wir denn? Leute, wir nehmen alle den XA21, Leute. Warum nicht SC1? Mrs. Black, geh mal zu Team Orange. SC1. Okay, SC1. Also mal sowieso alle Teams sich wechseln. Niemand ein, wieso ist die Gruppe öffentlich? Nicht öffentlich. Ja, dafür kann aber keiner was, wenn du daran nicht denkst. Fertig, Schwanz? Kann ich jetzt nachträglich einladen, ja, dann kannst du vielleicht die nächste Runde reinjoinen. Einmal bitte sprechen und andere kurz mal still sein. Jetzt sag mal irgendwas. Ich glaube, der hat uns gestummt. Hallo, Test. Warum nicht? Besser, Elisabeth? Du, Leon, man sollte den SC1 nehmen. Oh, Elisabeth, er ist so ein halber Panzer. Was? Das hat er was anderes gesagt. Ich dachte, ich hätte versehen, hier irgendwas mit dem Bein gestellt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Gut, dass wir den Panzer genommen haben. Jawohl, erwischt. Ach so, okay, gut, dann habe ich es, glaube ich. Nee, haben wir alle unterschiedliche Autos. John, alle haben unterschiedliche Autos. Ja, ich merke gerade. Ey Leute, warum habt ihr noch Fahrzeug? Okay, alle Leute, die mal ins Fahrzeug haben, werden rausgeworfen. Okay. Die werden jetzt rausgemobbt, so. Pferdeschwanz, wenn ich tot bin, dann, Was spielt ihr denn, Sumo? Ja. Wir sind alle wieder fett, weil wir uns rausgefunden haben. Da war so wenig. Ja, deswegen. Ja, macht ja auch Spaß. Also dieser lustige Modus, den wir gespielt haben mit dem. Ja, aber nee, ich hab jetzt Bock auf normales Sumo. Und nächstes Mal müssen wir mit Randy spielen. Also ich habe noch andere Modus gesehen gehabt, glaube ich, wo wir sogar recht viel Geld verdienen. Ich finde das normale Sumo auch besser, Digga. Ich kann gleich mal gucken, wie der heißt, weil ich habe, glaube ich, einen Modus gesehen. Oh, Diskus und Paul im Team, Alter. Worum geht's da? Corona for life. John, lass doch den Modus spielen, den wir vor zwei Tagen gespielt haben. Corona for life, habe ich gesagt.
Nee, der darauf habe ich keinen Bock. Ja. Gute nein. Abend, meine liebe Dame und Herr. Es geht weiter. Och nö, warum habt ihr ihn rausgeworfen, Leute? Warum? Jetzt hat er wieder sein Whisky geholt. Ja! Jetzt geht's los! So! So, meine sehr geehrten Damen. Wir sind sowieso nicht in Teams. Wir machen sowieso alle gegen alle. Guck, wie ich Paul die ganze Zeit wegschiebe. Ja, das nervt langsam echt. Hast du ihn bekommen? Wollen wir drüber reden, dass ich in dieser Runde. Hey! Hallo! Hallo! Mann, ja. Paul, Diskus! Das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Kann ich mal ganz kurz was sagen? Nein. Ja. Also Mrs. Black weiß schon, dass jetzt gleich noch jemand kommt, der für sie also sozusagen eine Verstärkung sein wird. Ja, Verstärkung, weiß man noch nicht. Ich doch reingehüpft bin. So, John. Es ist wieder Zeit, John den Spielspaß zu verderben. Und Paul auch. Wir haben ihn komplett zermobbt. Mit unserem Wischmob. Oh, keine Einladung ist raus. John, sagst du mir Bescheid, wenn du tot bist? Ja, ich bin aber leider noch nicht tot. Wir halten ihn fest. Ja, haben wir gesehen. Corona for life. Corona for life. Corona Bier for life. Ja, und er ist tödlich als Corona. Oha. 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 Wieso hat er oh mein Gott. Auf jeden Hat jemand parallel als Freund? Hat jemand parallel jetzt? Ja, dann lad ihn mal gleich ein, wenn du stirbst. Nein, haha. Paul? Jetzt kannst du ihn einladen, super. Paul, Diskus hat mich als Freund. Diskus? Ja, könnt ihr ihn einladen, bitte? Wir sind befreundet. Freunde? Okay, ich kann's, glaube ich, einladen. Ich hab dir eine geschickt, du hast meine angenommen am Anfang. Ja, ich hab nämlich aber auch eine geschickt. Leo, komm schnell rein. So, hab ich einen Namen. Nein. Tschüss. Beitreten. Komm, Paul. Ja. Leon, die erste Runde. Ja, ist mir doch egal. Ja, ist doch schön. Das ist doch schön. Die dritte Folie, die ich heute schon kaputt gemacht habe. Und dabei ist erst Montag. Naja, das ist doch schön. Du musst meinen Gefallen und kommst morgen früher online. Wer? So. Korn. Ja, das ist ja. Noch freut er sich. Kann froh sein, dass wir nicht komplett dicht gemacht haben, der Typ. Ja, gleich bist du draußen. John, kann es sein, dass du ein offener Mensch bist? Ja, natürlich. Gegen mich und Leon hast du keine Chance. Das ist eine eklige Kombi. Eklige Kombi, sei einfach nur orange. John. Was denn? Du sollst, wenn du das nächste, wenn die nächste Runde beginnt, so richtig, sollst du Rose daneben mit mir. Was? Der war doch außerhalb der Zone, Digga. Was soll er machen? Welches Auto wollen wir dann nehmen, alle? Die letzte Rampe, Leute. Du kriegst eh irgendein Auto. SC1. Du kriegst eh ein Auto zugeteilt, Pferdeschwanz. Ey, Mann, das ist immer scheiße, wenn man zwei Teams hat. Tja. Ich bin traurig, dass du ein Pferdeschwanz nennst und mich immer Diskus. Entschuldigung. Ja, rein! Los! Scheiße! Zattentef. John hat gewonnen. Ich hab nichts gemacht. Wollten wir nicht eigentlich alle gegen alle machen? Warum teamt ihr dann? Ja, alle gegen alle, Leute. Nein, jetzt haben wir doch Teams komplett. Es sei denn. Parallel ist bestimmt wieder bei uns oder so drin. Ja, na, wenn Diskus die Einstellung. Ich hab Teams fair aufgeteilt. Achso, gut dann. Patrick macht gar nicht mit. Hier. Der hat immer seine WhatsApp-Gruppe noch gepredigt, von wegen, der Sumo macht da nicht mit. Ja, außer ist bestimmt für Ace George zu spät. Hä, das ist aber. Hä, was ist denn an Sumo scheiße? Also, wir reden jetzt nicht von denen. Dann gehen die Autos kaputt. Wir meinen jetzt nicht den Modus, den wir vor ein paar Tagen gespielt haben, sondern, ne, anderen Sumo-Modus. Black, du bist nicht mehr alleine. Den fand ich nicht so geil. Eine Frage ist, wie lange kennt ihr schon Michael? Wie lange? Nicht lange. Paar Wochen, glaube ich. Schon ist geht los. Da kam eines Tages irgendwann nach 0 Uhr bei uns in die Party, hat gesagt, hallo. Ja, er war ein Freund von Tobi. Er war ein Freund von Tobi. Genau, mit Tobi fing alles an. Okay, alle Freunde.
Hallo, der Tobi. Tobi, der Lispel King. Nein. Ja, Twitter PS4. Ja, Patrice, ja, ganz ehrlich, wenn er nicht offen für neue Moden ist, dann ist es okay. Mobbing! Ja, das war ja gerade. Ist denn das hier, hallo? Ich bin hier gar nicht raus, ich hab mich nicht mal bewegt. Ciao, Tim. Pferdeschwanz. Alarm, Alarm. Hi, na? Mal wieder da. Nein. Oh, John, Alter, du hättest mich beinahe eliminiert. Ja. Er hat mal einen Sofa für, der muss getötet werden. Ich muss dich eliminieren, du heißt John. Und erinnert euch an den Deutschlehrer von mir, den ich euch erzählt habe, der nur die Spiegel ins Lies. Sorry, Leon. Wir haben mit dem Film mit dem Kino Privatvorstellung hat extra dafür bezahlt, dass wir als Hitler das große Kaninchenstein haben. Alter, jetzt müsste ich ja mit dir geflogen, Alter. Und wir kuscheln alle. Niemand wird rausgeworfen. Wer jemanden rauswirft, den kick ich. Okay. Ey! Und da sandwich mich längst ein Karma! Nein. John, Alter! Schweinehund! Ich hab mir noch den Rest gegeben. Ja, ich hab ihm den Anfang gegeben. Der war an sich gar nicht so schlecht. Wir hätten sonst Kneipe Rino sonst rausbekommen. Oh, jetzt der Grüne, Paul, sehr knapp. Was heißt sehr knapp? Mein Handy fliegt durchs Zimmer. Irgendjemand hat mich rausgeschoben. Irgendjemand. Obwohl ich doch nicht drinne war. Hol doch! Ach scheiße, die Müllabfuhr kommt wieder. Die Müllabfuhr räumt auf, Junge. Möchte den Schron nicht zuschauen. Ha, Kneipe Rino. Deine Kneipe ohne Schnickschnack. Ah, Tim. So, Tim, ich sag jetzt schon mal, du schaffst das nicht. Das ist du Chef. Du hör auf, mich so zu triggern, Paul. Hör auf. Du schaffst das nicht. Der triggert mich, der sagt die ganze Chefs. Danke. Was denn? Sagt zu mir, GTA, wir spielen zusammen, GTA, schaffst du es, mir zu kommen? Junge, da könnte ich mein Handy zerschlagen. Schaffst du es, zu mir zu kommen? So, oh, jetzt sieht doch, wenn der Warzone jemanden am Abschießen ist, ich glaube, Chef den. Ja, ich schon mal gesagt, Köfte. Du hast glaube ich zugehört. Chefte. Ja, ich höre dir so oder so manchmal nicht zu. Köftespieß. Für meine Glühzellen. Nein, das war mein Plan. Alter, ich dachte, du fährst gerade runter, ne? Leon, ja, Leon, ich glaube, es war sogar mein Fehler gewesen, weil ich John noch von hinten geschubst habe. Kolbstraße. Hey, was soll denn das jetzt? Ey, die Team und die Bastarde, was ist da los? Nee, PS4. Ja, ich bin das Beste. Ich würde gerne rausschubsen wollen. Ja, Rosa gibt es, siehst du doch. Stream. Oha. Oha. Mit gar keinem Reden. Mann, meiner fällt wieder nicht zur Seite. So ist mal cool. Bei mir wird der blaue Punkt woanders angezeigt. Ja, aber meiner anscheinend schon. Verschluckt am Wasser, Digga. Ah, du schaffst das nicht. Bongo. Halt deine Fresse. Von welchem denn Team? Aber du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht, sag ich. Du schaffst das nicht, jetzt hab ich mal richtig gesagt. Was, die haben zwei Siege? Hä? Warte mal, hä? Die letzte Runde hatte Orange gewonnen. Hä, warum stehen denn da zwei Siege da bei denen? Was ist denn das für ein Dreck? Genau. Ich verstehe es aber nicht, warum, weil die letzte, die erste Runde habe ich doch gewonnen mit Leon. Da ist, nein, das ist ja. Aber da ist Pink und Orange explodiert und ich stand noch in der Zone. Das Spiel hat das nicht eingesehen, dass ihr so ekelhaft gewonnen habt.
John sagt ja, Spiel sagt nein. Ich sag jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja, Team, Junge, schön, und du versaust klatschen. Und du versaust hier als allerersten das andere Leute nicht viel Spaß. Das Hörbuch von meiner kleinen Schwester mit. Die hat da so einen Knopf von Pepper, wo Pepper klatscht. Lul. Und den drücke ich dann. Sorry, Leon. Oh, ihr kennt ja dieses ABC, die Katze liegt im Schnee. Wir haben eine andere Version davon. ABC, die Pepper spielt im Schnee. Bam! Okay. Ja, jetzt ist der Spaß vorbei. Du bist fertig, Schwanz. Chill auf Paul, meine ich. Hau mich raus. Ja, der Mail hat mich gerettet. Boah. Nee. Ich werde noch schön drin bleiben. Raus mit dem Viecher. Stream. Vielleicht du. Ist das euer Ernst? So, schon ich opfer mich jetzt, dass du verreckst. Are you serious, bro? Kneiperino! Ich bin tot und das weißt du jetzt auch. Ich bin tot, darauf ein Bierchen. Diese Lache. Nein, das ist unfair! Das ist unfair! Oh, das war's ja wieder komplett. Digga. Aber ich dachte, mein Mate wäre wieder mal tot. Ja, ich auch. Ich war jetzt komplett draußen, aber ich bin trotzdem nicht gestorben. Ich komm grad nicht rückwärts fahren. Das war komplett unfair. Ich lag Paul, der stirbt einfach nicht, obwohl er auch gestorben war bei mir. Ja, Paul ist ein Umweltschänder. Tschüss, Mrs. Black. Ja, das ist kein Revolter, der hat eine bessere Bremse. Hui! Schaut, was geht bei dir ab? Wie viel Spaß er hatte. Ich nehm dasselbe Auto wie John dann hat. Er ist dann direkt vor Freude gestorben. Du, er ist ein Engel. John, ich nehme dasselbe Auto, was du hast. Muss mir nur sagen, was du für uns hast. SC1. Das ist der SC1. Oh, Black Power auf, mach Panzer. Patrice ist doch mit dabei. Ja, Paul, opfer dich nicht. Schon wieder. Paul, komm rein. John. Ja, was denn? Wir müssen etwas unternehmen. So, und ich muss jetzt John blockieren, damit der rausfliegt. Nein, der andere ist der Spitze gelungen. Ja! Ja! Ja, Mickey Mouse! Er ist ja wieder tot. Mickey Mouse, von da aus! Leute, hört auf mit ganzen Nachrichten. Paul beherrscht dich, Weich Teammate! Leute! Wir sollten rein, Ja! LOL, John. Hast du ein Schwein, Paul? John, du bist aber auch ein Schwein. Nee, ich bin kein Schwein, ich hab das Schwein. Oh, heute gab's Schweinespätzle zum Mittag. Oh, ja, okay. John, bei mir warst du außerhalb der Map, also hast du auch Schwein. Nee, ich war mittendrin eigentlich. Wirklich? Schweinespätzle? Ja. Warst du außerhalb. Bei mir gab's zum Mittag Kroketten und zu Abend gegrilltes. Was? Kroketten? Kroketten. Und alles gegrilltes? Kroketten. Lachs. Oder ein Köftespieß. Genau. Grillfackel. Mit gar keinen Reden so. Dann haben wir noch Stockbrot selber gemacht. Leute, hört auf. Dann haben wir noch Stockbrot selber gemacht. Das spammt einer die Gruppe, ich schwör. Tal? Achso, ja, ich weiß. Ja, wer ist doch von uns betet? Schon. Ich hab schon so ein Raushauen. Ja, ich versteh's nicht. Ihr habt einen Sieg von mir abgestaubt und das ist so unrecht. Durch einen scheiß Bug. John. Ja. Schaff mal. Es gibt einen Sudden Death. Junge. Es gibt noch zwei, drei weitere Zonen, wo wir schon mal drin waren. Wir gewinnen sowieso, du musst nur draufgehalten, Alter. Nein! Warte. Ach. Komm, lass es sein. Jetzt kommt die letzte. Ohne Witz. Dann kommt das Sudden Death, den niemand versteht. Mach mal eine Vollbremsung. Ja, ja. Schon enttäuscht mich nicht.
Nein! Ich bin noch ein Stück vorgefahren, scheiße! Hey Pink, ihr fuckt. Ey, Pink, ihr fuckt mich so ab, ne? Ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Ja, und ein Sieg zu Unrecht. Und der zweite war auch gerade mit Glück, ey. Das kann aber nicht wahr sein. Hä? Ist John nicht gerade auch explodiert? Der war bei mir auch vor. Nächste Runde geht in John sein Team. Ich bin kein mieser Verlierer, aber das ist einfach kacke, wenn man einen Sieg hat und der Sieg geht woanders hin. Ich bin kein schlechter Verlierer. John? Wen denn? Wen denn? John, nächste Runde komme ich in dein Team. Der Typ war genial. Nö, ich hab mich gerade verschluckt und Popcorn. Der ist mittlerweile Rentner. Ich möchte Deadline. Ja. Ja, der Typ war schon korrekter. Muss man sagen. Ja, was ist das für ein Typ gewesen? Hä? Alle auf Orange, Leute. Alle auf Orange. Sie sind zu dritt. Was für Orange? Alle auf Orange. Der ist jetzt doch bei uns. Also, das ist 3. Patrick. Genau. Ah, stimmt, weil die ganz hinten liegen. Digga, meine Ohren. Leck mich bloß am Arsch. Einmal. Pink muss raus. Jetzt kriegen wir eigentlich mal. Jetzt kriegen wir eigentlich den. Jetzt kriegen wir eigentlich den Sieg, den wir uns verdient haben. Meine Fresse. John! Alle gegen alle, Leute, alle gegen alle. Hä, nee. Wo ist die nächste Zone? So, ich geh jetzt John noch hier, damit er gleich wieder Rage quittet. Ich bin aber schon in der Zone, ne? Trotzdem. Vielleicht nicht in dieser Zone, aber. Ich geh jetzt nur noch auf mein Teammate. Ey, vermiss dich Paul nicht schon wieder. Sorry, ich weiß sogar, warum du das machen willst. Es gab gerade einen Vorfall. Es kann gut sein, dass ich ein bisschen weggedutscht habe. Ey, Paul, vermiss dich. Leon! Komm, wir gehen lieber auf John. Das macht mehr Spaß. Ja! Hallo, das ist mein Team. Wagen, hallo. Schau mal runter. Hey, hört mal auf, was soll denn das? Mann, da will sich nicht drehen. Affen, Alter. Ich hab dich gerade selber als Affe beleidigt. Nee, ich hab gesagt, ich mach gleich. Ich hab gesagt, ich mach mir gleich einen Kraftwerk. Bremse. Ja, meine Bremse, was? Ich hab gesagt, ich hab gesagt. Mann, hör doch mal auf zu schreien, du Penner! Ich hab gesagt, ich mach mir einen Kaffee. Stream Snipe oder wie das heißt, ich mach mal jetzt. Stream Snipe? Genau, Stream Snipe. Mach mal jetzt. Stream Sniper. Nein, nicht euer Ernst! Warum macht gerade einer die Tür auf? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, weil er dumm ist. Oh, ich bin fast an demselben Fehler wie du gestorben. Jawoll. Okay, wer auch immer jetzt gerade vor mir rumfährt. Du musst jetzt schon blockieren. Paul, opfer dich für die beiden. Und raus! Unser Orangener, wer war das? In der Massenkarambolage. Krumm kuscheln! Ja! Ich krumm kuscheln! Ich bin. Oh nein, Patris! So du bist eine tolle Hilfe! Ab! Nein! Da komm ich nur Blade ab. Oh, ich hab mal Orange schon rausgeballert. Nein, es war knapp. Das war aber nur knapp. Oh, Paul, das ist sehr knapp, Paul. Paul, ist das gerade dein Ernst? Ist das Ernst? Meine Bremse haben nicht funktioniert. Ja, Digga. Ja. Oh. Nooo! Mann, da wurde ich ja gerade anders Kopf genommen, Digga. Och nee, nicht, lass mich schon wieder Sean gewinnen, Digga. Ach, das scheint einfach nur nein. Das war. Mrs. Black, du musst das schaffen. Er schreibt Sumo Beste. Ey, Sean. Ich schwöre dir auf Gott. Oh, Scheiße. John? Soll ich ehrlich sein? Was denn? John? Warte, soll ich ehrlich sein? Was denn? Komm, ich gönn dir den Sprung. Danke. Ey, aber ihr müsst zugeben, eigentlich hätte ich eh schon Sieg gehabt, deswegen, ey, danke.
Weiß ich echt zu schätzen. Weil er hat wirklich gewonnen. Ja. Da könnt ihr im Stream gucken. Das war vorhin 4. Und ich hätte jetzt darum fighten müssen, damit wir alle nochmal eine Runde mehr spielen. Deswegen. Ja. Und hätte Sean es gewonnen. Ey, das ist so unfair, dass ihr zu dritt seid. Ist egal, klar seid ihr 4 Leute. Ich komme ja auch noch rein bei euch. So, besser. Danke. Ja, jetzt kann ich ihr mal nichts mehr predigen, von wegen, ich hätte ja eigentlich einen Sieg gehabt. Jetzt habe ich ihn ja. Genau. Ich bin wenigstens. Ich bin noch. Jetzt hättest du aber schon 2 Siege, John. Hä, nein, bei mir habe ich nur einen Sieg. Ein Sieg. Ja, aber eigentlich hättest du jetzt 2. Ja, genau. Eigentlich. Alarm. Aber jetzt ist es mir egal, jetzt habe ich einen Sieg. Deswegen. Alarm. Naja, mehr oder weniger. So, Patris. Ich bleib jetzt hier stehen, ich bin jetzt AFK. Patris! Patris! Du Vollidiot! Ja, Paul, wenn du keinen Bock auf Zoom hast, musst du jetzt sagen. Nee, das ist Patris gewesen. Ich fahr erst, wenn Tim fährt. Ey, Patris, was soll der Scheiß? Leute, ey, Patris, bleib stehen. Ey, Patris kann sich auch nicht entscheiden, oder? Er sagt, er macht nicht mit. Jetzt macht er mit, jetzt hat er sich selber umgebracht. Was ein Typ. Best, ja, Patris. Keine Ahnung, was mit ihm ist, aber er ist gerade rückwärts gefahren und hat sich dadurch umgebracht. Hat ausgesehen wie so ein Trottel. John. Entschuldigung, ja, sorry. Hast du noch einen falschen gegangen? Komm her, ich knutsche dich, dein Arsch, gib deinen Arsch her. Danke, warte. Warte, hier hast du meinen Arsch. Sorry, Leon. Warte, hat Leute! Gewinnt. Leute! Ach, jetzt heißt es. Boah, das war scheiße knapp, wer auch immer mich da von den Lilanen erwischt hat. Digga! Lila, Digga, was war das denn gerade für eine Aktion? Hey, Digga, das kann Alter, ja wohl... Alter, Lea, du tust mir so leid, Digga, wie du da Rockstar gestorben bist. Gehen raus, dankeschön. Digga, ich hätte eigentlich auch auf die Plattform... Ey, nee. Hey, das ist mein... Scheiße. Ja, läuft. Entwicklung klar zu spüren. Oh nein. Oh, Sean, ich glaube, bist du raus? Nee, du bist noch drin. Es hat gerade so ein bisschen... Oh doch. Wir Johnson räumen jetzt das Feld ab. Nein. Ja. Also ich weiß noch nicht so ganz. Nein! Nein! Er schreit nein wie so ein Toter. Nein! Ach na, die beiden sind glaube ich kein Problem für mich. Ja, ja. Ich sehe es auch schon so kommen. Parallel schmeißt sich und sie dann auch noch raus. Ihr seht das schon. Niemals. Wir sehen uns erst in der Zone. Die wird ja einen coolen Pussy geben. Hör auf, ich krieg sonst noch einen Kotzreiz. Tschüss. Ah, schade. Naja, ich weiß halt, was ich mir für einen Wagen aussuche, ne? Den Wagen kann ich dir empfehlen. Ja, das ist wie so ein kleiner Panzer. Das ist ein halber Panzer. Na du, sei leiser, du. Spätzünder, du. Ich hab den schon rausgefunden. Der späte Zünder erfolgt parallel. Du dummer Spast. Da bist du weg vom Panzer. Ich bin so dumm. Ja. Du bist so blöd, um in deinem Push zu pinkeln. Du bist so blöd dafür. Kannst du machen. Ah, du bist aber ein bisschen zu weit. Dafür bist du ein bisschen zu weit gefahren, würde ich mal sagen. Ja,
glaube eher, du kriegst in den Boden. Nein, sie wollte, ich glaube, sie hat zum Wasser gesagt, ich kriech in den Arsch. Ich wollte dir eigentlich auf den Arsch fahren, da habe ich gesehen, du wärst so kreisig, wollte in den Ding rein. Also du bist durch so einen Spalt durchgefahren, ja. Ja, und dann warst du unten. Ja, schwierig. Mrs. Black? Parallel? Ja? Oh, ich schwör's euch. Mike googelt jetzt nach dem nächsten Kindergeburtstag. Der geht wahrscheinlich auf Indoor-Spielplätze und labert die Kinder da so voll. Bei uns im Fitolino. Fitolino, eigentlich sind wir da. Ja, was macht ihr so eigentlich? Wie alt bist du eigentlich? Ja, es ist geil dort. Gerade Wackelpudding. Ja, sehr catch. Ey, wisst schon, dass Grün jetzt kommt, ne? Die Ramböcke. Der eine kommt noch von ganz hinten. Oh, fuck. Ah, Diskus lässt sich selber umbringen. Null. Paul! Moin. Also nicht, Diskus ist AFK. Wann ist der nicht AFK? Mitten in der Runde, ne? Ja, das stimmt. Und Patris ist, ja, oh, null. Der gute Nisa. Halt nur nicht in der Party, scheinbar kickte das Internet. Oh fuck. Der Paul, Alter, da hast du aber ziemlich guten Ruck gehabt. Ich hab mich von selber aus gekackt, gekickt. Gekackt. Oh Junge, ich werde gemobbt. Ja, ist doch schön, so muss das. Macht's bei Mrs. Black, nicht bei mir. Das ist für Mädchen, das könnt ihr mobben. Lol, Kneipe, Rino. Oh. Digga, Alter, was. Nein, John! John, nein! Ja, das war deine Teamkameradin. Oh. Ich hab's doch Gott sei Dank. Ich hab's Gott sei Dank noch reingeschafft. Aber dafür ist mein Kofferraum ab. Man kann meinen Motor sehen. Man kann reinspucken. Mrs. Black, du kannst das gar nicht mehr schaffen. Weißt du warum? Es sind noch alle drei Orange und. Da seid ihr mal nicht so sicher. Alle drei Orangen sind das noch. Ich glaube, Patris bringt sich von selbst um. Mach dich kurz dazu, sein. Hey, hört mal kurz. Was ist? Was ist das? Wie ihr Vater oder so. Mrs. Black. Die acht Köpfe hier. Wir brauchen einen Eimer. Mrs. Black, war das dein Vater, der da im Hintergrund gesprochen hat? Ja, naja, gut, für einen Pfad. Wäre besser, wenn so wie vorhin der Schuh geflogen wäre. Junge, fahr doch zurück! Vielen Dank für den Punkt. Gleich ist es noch unfairer, wenn du wieder alleine im Team bist. Wenn ihr immer alle auf mich ja, du bist immer unfair. Kappa. John muss noch eine Runde gewinnen. Nisi und Kaijin Kid muss noch eine Runde gewinnen. Dann müssen wir 4 Runden noch gewinnen oder grünes Team noch 4 Runden. Ja, ich würde sagen, für mich gab es doch eine gute Wendung jetzt im Moment. Das fand ich ganz gut. So, meine lieben Leute, so, das ist jetzt ein John gegen John Kampf. Ich nehme John mir jetzt zur Brust. Zur Hühnerbrust, Hühnerbrust gegen Hühnerbrust, oder wie? Auch live. Nee, ich gehe nicht live. Das macht doch John lieber. Kaijin Kid heißt auf YouTube Kaijin Kid KJK. Ja. Na, ja. Nochmal. Na, KJK für Abkürzung. Kaijin Kid. Genau. Jetzt bin ich alleine, geil. Tja, Paul, egal, ich nehme mir John zur Brust.
Achtung, Hühnernippel-Alarm. Willst du das? Wie war's nochmal mit der Löcher an der Verpackung? Kaiten Kid? Ja. Oh. Und wir beide Teams, wir haben fast dieselbe Farbe mit Mrs. Black. Komm, das Team gegen John, die sind zu dritt. Ja, Kneipe Rino. Komm her, John, ich nehm deine Motorhaube ist schon mal ab. Finger weg, Leute, warte weg mal, da. Wo bist du denn? Ah, John, was machst du denn da? Keine Ahnung, erinnere, wo wir rausgehen. Ja, in der Ecke. Komm her, John. Finger weg, das ist meiner. Verschwinde! Hauptkinder, John ist mein Gegner. Ich besieg dir, wenn meine Hühnernippel brennen. Bist du Alarm? Kein Kind, wie du aussiehst mit deinem Auto. Ja, das sieht aus wie so ein. Ja, Patris, ey. Hab ihn rausgekickt, nein, Spaß. Er kommt als Verstärkung, aber ist, glaube ich, der Schwächste im Team. So, komm her, John. Ich bin wieder da, sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich bin mein Popcorn auf dem Boot verteilt gewesen. Wie wär's mal damit gewesen, dass du was gesagt hättest? Ich hab gesagt, scheiße, Popcorn auf dem Boden verteilt, bin gleich wieder da. Ja, das hat man nicht gehört, das hätte erscheinen müssen. Och, Aue! Ich weiß, ich hab gerade die komplette Sitzung zusammengeschrien, weil die eine hier vor mir nicht rückwärts gefahren ist, deswegen bin ich gerade verreckt. Das musste dieses komische Psycho, das musste dieser komischen Psycho. Oh mein Gott! Ciao, Paul. Oh, das musste dieser komische Psycho sagen, die ganze Zeit. Jetzt nochmal. Für diesen Stunt gibt es 10 von 10. Danny, Alter. Oh. Ich hab gebremst und dadurch hat John nicht rausgeworfen. Geil. Ich will gleich nachfragen. Oh, das musst du der komischen Psychotante sagen, die die ganze Zeit dazwischen redet. Psychotante? Ja, parallel, du stirbst, ne? Nö. Ah, John. Guter Versuch. Was? Ja, guter Versuch. Ja. Los, Leon, sprinte! Fahr um dein Leben! Ich bring dich um mit meinem Pingler Schokoriegel! Ja, warte mal! Aber was hab ich verpasst? Scheiße! Hab ich recht viel. Verpasst? Recht viel! Und tschüss! Oh, sorry, Leon! Tut mir leid! Leon, komm bitte schnell, schaff es noch, bitte! Tut mir leid. Lila, aus dem Weg, Lila! Aus dem Weg, Lila! Nein! Warte! John, kannst du mal ein bisschen ganz kurz nachdenken? John, kannst du bitte kurz nachdenken, ob Maika schon die Nachrichten gelesen hat? Nee, kann ich gerade nicht. Kann mal jemand anderes, der schon tot ist, in die WhatsApp-Gruppe gucken? Hab ich gerade, ist noch nichts drin. Nee, er kann einfach noch nicht antworten. Lila kickt Lila raus! Geil, Digga. Ich hab mein eigenes. Psychotante, hör auf, dazwischen zu schreien. Ja, ich hab meinen Teammate umgebracht! Oh, Scheiße! Scheiße! Ich wollte mal mit meinem Pegel hoch. Nein, bitte nicht Diskus. Nein, Diskus. War nur eine Stufe, die ich höher gemacht habe. Oh, Jungs und Mädels, ich muss strollern. Ich muss schon wieder richtig hart strollern. Ich habe ein Blasenproblem, könnte man sagen. Ey, wer feiert sich denn da das so? Das erste Mal, als ich mitgespielt habe, war der Typ 5 mal strollern. Ja, das ist scheiße, Mann. Ich trinke einfach zu viel von der Saskia. Naja, ich muss ja erstmal. Nee, du musst einfach nur trainieren. John, wieso trinkst du deine eigene Freundin, die liebe Saskia? Weil das Wasser geil schmeckt. Sumo eine andere Nummer. Weil die geil schmeckt. Lass mal eine andere Sumo jetzt machen. Gib. Oh, dritter Platz. Als Maul. Das geht doch gar nicht. Was? Du Schwabbel, Pferdeschwanz, du. Wie kann ein Blacker auch weiter sein? Ja, das andere Summe haben wir gesagt. Ja, ich warte mal ganz kurz. Ich nehme wieder das Panzerauto von John host, hat. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Host bin oder nicht, deswegen. Ich bin Host. Aber ich möchte nicht so sein, dass, falls ich Host bin, dass ich dann AFK bin, so wie andere, die dann. Ja. Weißt du, wen ich meine? Leider nicht. Du kannst pissen gehen, John. Okay, gut, ich geh pissen. So. Geil. So, Freunde, ich hab jetzt diesmal eine interessante Klasse gewählt. Gewinne mit 4 Runden. Feste Kamera, keine feste Fahrzeugklasse. Mach mal feste Fahrzeugklasse Motorräder. Gibt's nicht.
Außer also mit Motorrad, dann will man sich dann gegenseitig wegkramen. Mach's! Starte! Nicht, dass die ganzen da drin geil, sind. Desto mehr, nein! Desto mehr Spieler hast du besser. Warte, ich werf die alle raus. Warum? Ja, desto mehr hast du besser, oder nicht? Ach du Scheiße. Das sind doch unsere neuen besten Freunde. Das sind doch nee, alle unsere neuen besten Freunde. Warum komm ich rein, ohne zu klopfen? So lass mal Ruhe. Aha. Gleich fliegt wieder der Latschen. Gleich fliegt wieder der Schuh. Fliegt gleich etwa wieder der Schuh oder was? Fliegt jetzt etwa gleich der Schuh? Ja. Nein. Lass das. Ich will hören. Feste Fahrzeugklasse Coupés? Nein! Mach das weg! Diskus! Hey, chillt mal ganz Diskus. Kurz. Können wir noch mal ganz kurz noch einen... Ach, schade. Ich wollte gerade welche noch einladen. Schade. Johnny, wir haben gerade alle Leute, die drinnen waren. Seit eben war die ganze Lobby voll mit Randoms. Och, wäre doch schön gewesen. Habe ich auch gesagt, das ist leider rausgeschmissen. Ja, weil ich nur eine Person gehört habe, die ein Mikro geschrien hat. Nee. So, wollen wir jetzt die Teams... Ah, die Teams können wir nicht wechseln, ne? Ja. Ich, Patris und Leon spielen wieder zusammen. Was für ein Dings haben wir denn jetzt? Ich nehme den Jekyll. Den Jekyll? Ich nehme auch Jekyll. Aber war Jekyll nicht Jekyll. Der Scheißwagen? War Jekyll nicht so ein Scheißwagen? Nein. Wenn du der Scheißwagen bist. war der Watzer. Berufsrisiko. Ich sag wartet nur mal. Berufsrisiko. Alle Jekyll, Leute, alle Jekyll. Ja, haben wir. Jakal aus Rainbow Six Siege. Kann jemand den bitte aus der Party kicken? Oh, komm, wir machen dasselbe wie bei Olli. Ich kicke ihn aus der Gruppe, du aus der Party. Wen denn? Alles gut. Mich? Ja. Nee. Der Typ, der gerade rumgeschrien hat. Wer hat denn gerade rumgeschrien? Keiner. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich bin dumm. Guck mal, das ist doch so ein ganz okay Auto. Das ist eine Pappkarre. Ja. Das ist doch kein Coupé! Ey, Diskus, Alter. Alter, ist die langsam, Alter. Muss ich mal 3 Jahre das vorher. Das Fahrzeug ist echt kacke. Also, ja. So schön wie mein Teammate AFK ist und deswegen stirbt. Alle auf Orange, alle auf Orange. Ja, wir sind Orange-Stückschafter. Alle auf Orange. Ich bleib bis hinten stehen, dann töte ich alle damit. Wir sind die drei Musketiere. Angelique, hallo, falls du das Video siehst. Ja, John, du hast recht, die drei Schwuchtetiere. Wieder unfair. Vor allem die gleichen wie in der letzten Runde. Ich spiel mit Leon und Patris. Richtig krass. John, du meinst wohl das Gewinnerteam? Ja. Alter, der Rückwärtsgang ist ja richtig schnell, Junge. Leon, Alter, John, heilige Scheiße. Das war ich bin einer gerannt, Alter. Ich war jetzt im Rückwärtsgang, das ist gefühlt schneller als der Vorwärtsgang. Ja, also. Heilige Scheiße, meine Güte, ach, hier ist ja ein Loch. Guck mal, oh, da oben, guck mal, da ist eine Rampe. Die nehmen wir wieder mit. Alter, John, übertreib mal nicht so. Ja, ich hab grad eine Nachricht gelesen. Hör mal auf, Leon, Patris. Leute, macht ihr auch Stunts? Ja, fahrt doch mal in die Zone, was soll denn das? Hilf! Wollt ihr beschützen? Ihr seid da echt. Ja, ey, Mann, Patris, du Volldepp, Alter. Na, er schubst mich da aber auch noch. Ja. Wieso ist Mrs. Black tot? Paul, du voll. Wir schaffen das jetzt nicht, ne? Mann, Paul, du voll dead. Leute, ich soll euch mal ganz kurz fragen, von dieser Angie, die in der PSW-Gruppe hinzugefügt wurde. Wie findet ihr sie so? Cool. Ich hab mich Angie. Die Angie meine ich. Sorry, für easy komisch. Clap. Sympathisch und ganz schön. Sympathisch, TV, nicht was. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Leute, Mann, ist man langsam. Das ist Alter. Übrigens jetzt momentan, also für heute, meine erste Runde, wo ich so früh raus bin. Sonst war ich immer bis zum Schluss, glaube ich, da. Komm mal her. Okay, Bock. Komm in meine Arme. Was? Warum ist es nicht vorher aufgefallen, dass so etwas passieren wird? Wir haben Michael die ganze Zeit das gespielt. Der ist die ganze Zeit zu Pferdeschwanz gefahren und hat gesagt, komm, küss ihn. Ja, stimmt.
Hallo. 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 Und tschüss. Ich hab sie ausgelockt mit der Hupe. Das ist nicht sie. Wie geht es euch? Das ist ein Ehren gewesen. Allahu Akbar. John, jetzt kannst du aber nachgucken. Scheiße. John, guck mal nach. Nee, ich hab keine WhatsApp-Nachricht erhalten. Na, nee, ich auch nicht. WhatsApp ich guck dem besten Spieler auf dieser Lobby gerade zur Zeit zu und das ist Kaijin Kid. Und dann auf das I. Kaijin Kid. Das Kid hat das jetzt nicht gelesen. Kaijin. Ja, was geht's? Nee, er hat das nicht gelesen gehabt. Oh, ich hab gesagt, ich guck grad den besten Spieler aus der Lobby zu und zwar Kaijin Kid. Also du musst mal gucken, ich hab mir den Titel eingefügt, also... Sag mir das Baby! Sag mir das Baby! 1 bis 14, dann haben wir 15, 16... Er hat jetzt grün gewonnen, Digga! Paul, was soll das? Dann haben wir 18 und 21. Was ist auf? Wie ist da drinnen stand? Diese also, ich cute keine Stimme, weiter... da liebt jemand diese cute Stimme! Junge, Michael 2.0, geht ja. Weg! Oh, Mutti, geh mir nicht auf den... John, also schon hat deine Mutter als cute Stimme. Mach keinen, ne? Du Arschloch! Alarmstufe rot. Was? John, schon 20 Jahre Unterschied ist aber nicht gut. Nein, 40 Jahre Unterschied ist gut. Ah, Paul. Du meinst wohl eher 83? Ja, Junge. Oh. Junge. Das kommt von dem Elfenjährigen. Man geht immer höher, ne? Man geht da spielt jemand höher. Eishockey. Lass mal mit Sean Eishockey spielen. Doch, der ist ja nicht auf dem Dach. Komm, wir fahren im Kreis. Ja, lass mal Eishockey spielen. Alle auf Orange. Ja. Alle auf Orange. Alle im Kreis fahren. Alle auf Lila, die sind frei. Nein, alle auf Orange. Alle auf Grün. Auf Grün. Man lass mal doch im Kreis fahren. Okay, Paul und Nick sind auch wieder im Team. Ich fahr weiter im Kreis. Tim und Mrs. Black auch, also hä? Komm halt. Und genau dieselben Teams wie vorher schon. Weil wir unsere Teams ja nicht wechseln konnten. Ja, weil zwischendurch Diskus und Danny stand, deswegen war ich verwundert. Aber es war Nicky und KJ, die Leute. Als ob es bei diesen Kackwaken Windschatten gibt. Und jetzt da rein donnern, oh, das liebe ich ja. Ja! Alle aufeinander! Alle auf grün! Ich weiß nämlich nicht, wer grün ist. Alle auf nein! Grün. Nein! Sean ist der Messer auf der Lobby! Meiner Lachen lenkt nicht nach rechts, du weißt das doch! Hashtag Kai an! Deswegen mach ich das ja auch! Nach links aber. Meiner lenkt sogar automatisch nach links. Och, Mist! Was ist denn mit ihr los? Black verbraucht, wie er da hinten runtergefallen ist. Sie sieht Mrs. schwarz. Black, wieso bin ich jetzt schon wieder alleine auf mich gestellt? Mrs. Schwarz! Junge, das ist einfach nur von Mrs. Puff. Frau Schwarz! Oh, im Schwarz verbraucht! Geil, Digga. Das feiert oh, ich muss wieder. Einfach dasselbe, weil wir einfach so dumm sind. Danke, John. Das ist unfair, weil ich alleine bin. Nisi und Kaijin Kid, ich bin auf eurer Seite, also hi. Lasst mich. Hi. Nisi? Digga, Leute, fahrt mal. Niesen. Niesen. So besser mich ist lauter. Ich bin erst lauter, oder? Ich bin mein Mikrofon. Kaijin Kid! Ich bin bei dir im Team. Habt ihr also lass mich in Ruhe, ich bin der Rosane. Lass mich in Ruhe! Ich muss für Schleim fliegst du raus. Da auch wieder die Dorn zwei Grüne. Ich muss raus! Lass mich rein, ich bin Ärztin. Leon. Oh, Leon. Okay, fahr weiter. Ich schaff's nicht mehr. Wobei, doch, sorry? ich schaff's noch. Ja! Ich kann jetzt alles... Dieses Auto ist so langsam, Digga.
du meinst ja parallel ist ein Klarname, ne? Ja. Charles, das war noch mal ein Klarname. Was schwimmt der? Da, das klappt nix. Was sind über, benenn ich parallel oder K9K? Raus mit dir! Nenn ihn Kalt. Kernschwanz. Nenn ihn Clara Januar. Nenn ihn Clara Januar. Nein! Okay, dann bin ich der düstere Dezember. Ich bin der verschneite Dezember. Ich glaub, ich bin schon Dezember, verpiss dich. Ich bin der verschneite Januar. Ich wollte schon. Nein. Okay. Was? Um 22:02. Ja, schon wieder bin ich im Finale, Alter. Heute läuft bei mir. Oh, fuck. Paulus da drüben. Nein, 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 nein! Ich bin rausgefahren! John, es war mir immer eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Ich weiß. Dito. Ach, Angie, Alter. Warum gehst du... Ach, das ist Angela Merkel. Angie Merkel? Nicht Angie, Angie. Angels. Angie Merkel. Angels. Angie Merkel. Frau Merkel. Frau Merkel. Das ist die Mutter der Angie. Frau Kerkel. Frau Kerkel. Du komisch auf Klopf. Frau Kerkel, was? Was geht bei dir wieder? Merkel ist ein Scherz. Er ist halt. Er ist halt ein Schwabbel! Angelo Merkel ist 183 Jahre alt. Der Typ ist der Typ ist 12. Er steht auf 83, also auf Leute, die 83 Jahre alt sind. Das heißt, er ist noch 95-jährig. Ach, Frau Popoma, piss dich. Spaß. Doch, GTA Weltfarm. Das ist keine Oma, nein. Ich überfahre die Angelo Merkel in der Stadt. Bitte grüßen, bitte begrüßen Sie mit mir. Kristall. Bitte grüßen Sie mit mir. Angelo Merkel. Ey, von DSCS 2024. Der neue Moderator ist John. Oder Cage Kid. Alperino. John Harpunkt. Das Einzige, was John da sagen würde, ist einfach nur Hyper, Hyper und Hyperino. Wie lange ist hier der Ladevorgang eigentlich? Also ich will so fühlen. Beim Neustart des Jobs ist ein Fehler auftreten. Bitte versuchen. Ja, das habe ich auch. Jetzt habe ich kein Geld bekommen. Pfui. Beim Neustart dieses Jobs ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen. Ja, haben wir schon vorgelesen. Hör auf, es auch vorzulesen. Wir können ja jetzt Reddit spielen gehen. Motor Wars. Hab ich nicht. Ja, Motor Wars. Oder ein Online- oder ein Rennen. Nee. Rocket Voltic. Hotring Rundkurs. Nein. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo so etwas Braunes seht, das ableckt und einfach hofft, dass Schokolade ist, das Glücksspiel. Ich hab da Schokolade erwischt. Einfach bitte Schokolade, Spaß. Aber auch nur Schokolade. Junge, da war gerade eine rote Radar, da ist gerade eine rote Radarschuss auf der Map. Ich war noch im Warzone und ich dachte, da wäre jetzt ein Schild geschützt. Wie du gerade gesagt hast, das, Tim. Du leckst was Braunes und hoffst, dass es Schokolade ist. Ja, ey, ist aber jetzt auch nicht nur Schokolade. Glücksspiel kann sich nicht machen. Ey, hier heißt einer Fat Love My Pommes. Ey, Jungs, Jungs und Mädels, ich würde euch jetzt was einladen, ja? Ja, dann lad mich ein. Es ist kein Rennen, bitte, es ist kein nicht Rennen. Hot. Es nicht, ist so ein Rennen, nicht Rundkurs. Wo man nicht nur fährt. Voltic, nicht Rundkurs. Nee, alles gut. Nicht Scrambled. Also das, was du gerade... Da startet ja mal schnell was Neues. Jo, hau rein. Hat der gerade Scrambled gemacht, Baby? Danke, ebenso. Jo. Tschüss, Psychotanten. Ich gehe aber auch bald auf. Einladung muss das interessiert kommen. Kein. Tschüss, du Psycho. Doch! Flame at Reef interessiert es. So, da hinten ist Radarschüsse, die irgendjemand ich beschützt. Ich baller die mal nach weg. Und nach solltet ihr alle eine Einladung bekommen. Der Typ ist jetzt mit seinem Scramblet drauf. Ah, das ist so. Och Gott. Techno. Nee. Paul, bitte. Och nee, bitte kein Stuntrim mit Rocket Voltic. Nein, das ist kein Rocket Voltic. Das ist der Lux, das ist noch schlimmer. Nee, ja, das ist nicht. Ja, geil! Das ist nicht. Problem ist, meiner kann nicht nach rechts fahren.
Deswegen spiele ich kein Red Dead, weil dafür brauchst du keine R2. Dafür brauchst du einfach nur X. John, du bist... Wollen wir Red Dead spielen? John, du bist besser. Komm, wir spielen nicht dieses Rennen, weil wir mit Red Dead. Eventuell. Ja, und dann gehst du da mit deinem Vater Geld vom oder was? Jo. Der geht da mit seinem Vater Gold farmen. Goldfarm. Mein Vater hat das gar nicht mehr, also ja, der holt es sich aber. Und dann geht er mit dem so, Geld farmen. So, was ist denn Sam? Jetzt und wer fehlt noch? Ja. Leute, ganz niemand. John? Sollen wir erstmal eine Aufgabe? Entspannte Runde, Nein, ich will kein Luxo-Rennen machen. John? John, ja, Paul, sollen wir erstmal eine Runde rohren? Ja, können wir. Was? Oh, ich hab noch was bauen. Schau mal auf dein Handy, kannst du sie bitte mal grüßen? Ich hör nix. Schöne Grüße geht an Schauen zur Mutter raus. Wen denn? Dankeschön. Wen soll ich grüßen? Entfernung 8 Kilometer. John, starte doch jetzt. John, du solltest die Mutter von Sean grüßen. Hä? Achso, ja, Grüße gehen raus. Ey, Diskus, was ist denn mit dir passiert? Ich bin gerade mit Paul im Beutegeld-Duos. Ach, die Jungs, ganz ehrlich, dann, dann piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Dann fickt euch und dann... Werde ich aber nicht piepen. Verbindung getrennt, ups, ich weiß nicht warum. Oh, es öffnet sich automatisch. Diskus möchte mit Paul RDR2 spielen. Och ja, nee, nicht Modern Warfare. Ja, Modern Warfare. Wir spielen nicht Modern Warfare, wir spielen Warzone. Das ist Modern Warfare. Nein, ist es nicht. Genau! Jetzt schon! Jetzt schon, wir haben es gerade so das beschlossen. Das wurde gerade im Bundestag beschlossen. Ah ja. Paul, die viel wichtiger guck dir bitte mal, ja? Guck dir bitte mal bei dem, den neuen Talisman an. Bei dem kostenlosen Pack. Nein, Geschenkpaket. Ich bin zu fünft, Alter. Das habe ich vorhin schon geöffnet. Bitte? Wo ihr mein Kopfgeld haben wolltet, da bin ich... Wo ihr mein Kopfgeld haben wolltet, bin ich aus Spaß Warzone gegangen, kurz. Ich wollte dein Kopfgeld nicht haben. Nö, nee, überhaupt nicht. Bloß nicht. Ich kenne gerade einer in der Lobby hier, mit der Orbitalkanone getötet und hat mir geschrieben, ha, Noob. Ich auch immer. Ja, bestimmt Markus. Spaß. Ja, ganz einfach. So, oh, ich dachte, Michael ist mein Freund, der hat jemanden ein. Ich krieg jemanden bei. Gefällt und hat geschickt. Ich starte jetzt Warzone. Und wieder viel Sammler hier, ja. Geil, das gefällt mir. Du hast. Paul, du machst Crossplay jetzt aus. Machst Crossplay ja, aus. Ja, mach ich doch jetzt. Pui. Also, ich wurde weggerammt, aber jetzt sind zwei aus der Bahn geflogen. Jetzt bin ich dran, jetzt muss ich richtig hart strudeln. Ich bin gleich wieder da. Von wem wurde ich runtergekickt? Von deiner Oma. Zufälligerweise King Leon Leon. Der kein King ist, aber vielleicht Leon heißt, dieser Leon. Ja, er heißt Leon. 6. Dann heißt er halt Kevin. Okay. Das kann, oh, das kann ja lange dauern, Digga. Du so viel. Na, ich so hab auch damit gerechnet, dass mehr mitmachen, ne? Ja. Und nicht, dass nee, jetzt einer. Ich hab auch damit gerechnet, dass die richtig spielen und nicht irgendwelche Leute runterschubsen. Na, deswegen hast du ja 6 Runden, damit du nur aufholen kannst. Ja. Ich bin der Zweite. Ich kann fliegen! Nicht mehr lange, Leon. Schon auf überholt. Stimmt, dann bin ich, da stimmt, dann bin ich Erster. Ich habe auch überholt gerade. Aber schau ich erstmal Dritter. Na komm, überhol mich los. Kaijin Kid? Willst du ah. Nicht? Ich hasse oder wartest, das, wartest du auf den Moment? Na, ab und zu wird meiner einfach langsamer. So. Kenn ich. Meiner überdreht sich. Kurven. Ja, du bist irgendwie falsch gelandet. Das war das Problem. Ja. War ich ja beim Manchen überdrehen, das passiert. Und Danny so ist auch irgendwie gegen die Bande gelandet, warum auch immer. Nee, meine überdreht sich. Das ist das Rücken überdreht. Ach Mann, warum habt ihr denn alle eure Autos nicht so unter Kontrolle? Ey John! John, was hab ich dir gesagt überhaupt? Ich hasse das Auto. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich mach das aber trotzdem, weil ich so kann ich's lernen. Ja, wenigstens. Du bist ja keine Pussy, so wie Paul. Du kannst Geld. Flieg jetzt, mein Freund! Flieg, mein Freund! Ach, das ist so eine scheiß Lenkung. Oh, mit 7 Leuten hätte es mehr Spaß gemacht. Heißt der Oppressor Mark 1 ja besser. Auf jeden Fall. Aber gut, das ist sie wissen. Und noch einmal von vorne.
John hat bestimmt schon so einen Abstand von uns. Oh, scheiße, Tatsache. Ich liebe die Deluxe so, genau wie Rocket Voltic und Hot Ring Rundkurs, ja gut. Genau, ich war klar. Den Deluxe? Ja, die Power Rangers holen sich den alle so als Power Ranger Flieger Megasort Modus. Nein, dann, ja, dann holt ihr euch den Oppressor Mark 2, der ist besser und schneller. Was, das MK2 Bike sollen wir uns holen? Ja. Der Anzug, wo gesagt Digga, hast, was ist, Erweiterung der Power Rangers. Junge, es kostet mehr als der Deluxe und der ist geiler. Ja, damit du schön Leute töten kannst, nur mit dem Ding. Die meisten nutzen das Ding kann eh nur. Kannst du mit dem Deluxe auch? Warum, was kann es denn? Ja, aber denn mit dem Noob-Bike kannst du das, die meisten fucken einen nur damit ab. Ich kenne auch Leute, die spielen nur mit diesem Ding und das mag ich nicht so. Oh, ja, danke, ne? Das war nicht mein Verdienst. Und noch einmal von vorne. Ist mir egal, wer von euch das... Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch Runde 1 von 1, bin aber auf Platz 4. Kaijin Kid, drück mal Steuerkreuz nach unten. Welche Runde bist du? Immer noch bei der 1. Ich hasse was heißt denn auch? Wegen John war ich ja gerade gar nicht. Ich hasse das Rennen, das ist so lang. Ich hasse, ich hasse das Auto. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Ich hasse beides. Ich hasse das. Ich hasse dich auch. Ich hasse dich auch. So wie die 83-jährige Mutter. Was? Mit dem Namen Angelo. Lass mir eine Ruhe. Das ist ein Angel. Du hast doch gesagt, dass du mich nicht magst, ne? Also genauso wie die 83-jährige Mutter mit dem Namen Angelo Ferkel. Nicht 83-jährige, du hast gesagt, mit dann hast du ja einen Unterschied, das ist 95. Ein Rechner. Was? Ich kam auf beide, sobald ich sehe, beide weg, Alter. Du, beide sofort. Ich bin zwar 11 und keine 12, aber okay. Das war der Kollege Schnürschuh, der gerade auf dem ersten ist. Ich habe extra abgebremst, weil ich genau wusste, was da ist. Ja. Wie weit seid ihr denn? Ich hab nur Windschatten. Runde 2! Ich hab nur Windschatten benutzt. Aha. Was ist Windschatten? Das ist fast wie wenn du jemand hinterher fährst, dann hast du den Windschatten vom Gegner. So eine Art Luftlinie quasi, die du nutzen kannst. Das ist eine sehr gute Lauftechnik, aber auch was macht mein Auto schon wieder? Das, was also Angelo Ferkel nie kriegt. Hör doch mal auf, bitte, dein... Ach, Junge. Wenn du so eine Vorliebe hast, dann ist es doch in Ordnung, aber bitte. Das ist ja genauso schlimm, wie du den einen Samstag im Garten die ganze Zeit von GTA gesprochen hast. Digga, ist denn hier mit dem Deluxe los? Ich war gerade mit Lost. Boah, ich bin gerade mal kurz auf zwei Rädern gefahren, Digga. Huch. Okay, warum ich nimmst du mir jetzt Platz weg? Ey, ja, von wegen, du machst nichts, ne? Ja, ja. Ja, sorry. Sorry. Den letzten Crash, den ich gerade mit dem Deluxe hatte. Er muss ja auch mal irgendwie auf die Strecke kommen. Genau 9 Minuten. Kann euch gleich mal einholen, Digga. Ich bin der Letzte, hab den schönsten Spaß. Ich fahre gechillt, das macht mir richtig Spaß. Aua, au, 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 es ist leider wahr. Ich lass mir Zeit jetzt. Wieso kriege ich 3x25 EP für nichts tun? Weil du geil bist. Also danke. Das Fliegen muss ich mit dem Deluxe noch üben, Digga. Das Fliegen ist ja absolut lost. Ich finde das Fliegen geil. Was soll ich denn sagen? Gerade ich mein, das finde ich an den Deluxe so geil, dieses Fliegen so. Ja, ich fliegen ist ja geil, aber die ja, Lenkung... Ja, das ist echt gut. Ja. Vor allem, wenn du dann auf der Straße fährst, ja. Du fliegst, hörst auf zu fliegen. Du fliegst, Alter, hörst auf zu fliegen, dann bist geknallt, du immer schneller. Mann, ey, das kann nicht sein, der scheiß Deluxe, wenn er... Und ich kann wieder fliegen. Ja, macht da Spaß. Dürfte ich sein. Oh. Naja, nicht direkt, würde ich sagen. Ein bisschen Abstand habe ich noch von dir. Ich bin Runde 2. Was, schon? Runde 3. Ich bin Runde 2 und hab 30 von 59 Kontrollpunkten.
Das freut mich. Ich habe eine Patrone frei. Boah, ich hab schon mal nicht mehr. Nein. Super. Welche Runde bist du jetzt? Runde 2, ich bin der 39 Sekunden hinter dir. Ich will der allerbeste sein. 37 bei mir. Auch keiner vorne war. Okay. Jetzt sind 37. John? Ich bin der Letzte, mache meinen Spaß. Oh sorry, ich hab aus Versehen. Aus Versehen, ey, sorry, tut mir echt mega leid, ich hab dich aus Versehen erwischt. Ja. Bei mir war ja auch einer der Meinung, mich runterzuschieben, weil ich erster Platz war. Wer ist hinter mir? Wer war das? Wer hat mich runtergeschubst, weil ich erster Platz war? Das ist schon sehr lange her, das ist ja schon Jahre her. Das ist genau 8 Minuten her und ich glaube, das ist Nisi oder... Ja, das war Nisi. Nisi, do you love me? Are you riding? Könnte man auch zu Tiri. Tiri. Mike singt jeden Abend. Tiri, do you love me? Are you riding? Ah, die Challenges dazu, Alter. Jetzt erst dritte Runde. Hau. Kiki, do you love me? Are you riding? Halt die Schnauze jetzt eigentlich. Was ist? Also nicht mehr singen, bitte. Das ist. Abartig. Nur die's können dürfen singen. Okay, Kiki, euch was. Also niemand von uns. Das kann das doch, ich hab's schon geschafft, schon zum Lachen zu bringen. Nicht wahr, schon? Ja. Drei Schatze entstanden an der Treppe. Ruhe. Nein, nochmal. Pass auf, das ist geil. Drei kleine Schwarze standen an der Treppe. Drei kleine Schwarze, hässlich wie die Nacht. Da kommt der kleine John und hat sie kalt gemacht. Das ist so rassistisch, aber ja, es klingt geil. So, sag mal nochmal. Ich hoffe. Nein, das bitte, Danny. Danny, nein. Danny. Ich hab den nicht verstanden, sag mal nochmal. Nein. Bitte nicht wiederholen. Diese Witze sind erst ab 18 Jahre geeignet. Leon, nein. Ihr könnt eure rechtsradikalen Treffen auch woanders machen. Ihr kennt euch ja bestimmt jetzt schon. Sag du dein Mal, den du gesagt hast. Was, wir können uns auch zu dritt treffen und dann könnt ihr eure Nummern austauschen, obwohl ihr das auch schon in der Gruppe machen könnt. Ich mache ja schon generell keine schwarzen Witze, weil ich habe 5 Brüder in Schwarze. Von daher, genau, deswegen hast du gerade gesungen, 3 schwarze Dinge, salalalala. Ja. Genau. Ich dachte, aber das hast du deinen Brüdern nicht vorgesungen, oder? Nein. Gott sei Dank. Ich sag das nur als Spaß, weil es klingt einfach geil. Wer ist ausgezogen? Man kennt die Leute, die rechts aufgezogen wurden. Das klingt echt geil. Ich. Leute, ihr sollt aufhören mit Witze. Es reicht jetzt, sonst kriegt schon wieder eine Abmahnung. Das letzte, mit dem ich das Thema durch. Der letzte, mit dem ich das Thema durch hatte, war nur Markus. Warte mal, willst du ihn? Das ist eskaliert. Ich bin Runde 3. Willst du Idioten sehen, dann musst du zu Fridays for Future gehen. Was? Immer? Also was? Schon Runde 3? Ich bin immer noch bei der Runde 2. Ich bin gerade Runde 3,5. Also ich fliege gerade am Racetrack-Turm vorbei. Ich auch. Mr. Fridays for Future gewinnt das. Ich bin so niedlich hier drin, aber es macht trotzdem Spaß, als Letzter zu fahren. Oh, beinahe die Röhre verpasst. Fast wieder an derselben Stelle verkackt. Hey Kaichenkid, du warst vor mir, ich weiß gar nicht, wie ich dich überholt habe. Weil ich hasse die Steuerung. Ich hasse das Auto wie die Pest. Das gute Begründung, Schlimmste. Weil ich hasse die Steuerung. Lul. Ey, ist Scheiße. Ich hab das schon hinter mir. Beim letzten Mal war ich auch wieder Letzter, von daher hasse ich das Auto automatisch. Von daher, wenn ich Letzter bin, sag ich okay, dann mach ich meinen Spaß jetzt alleine. Yeah! Ich lass dich auch so vorbeiziehen, ne? Ja, toll, dann musst du aber Vierter sein. Fünfter. Nein. Ich bin gerade Vierter. Dann bremse ich lieber ab. Na, das bringt doch eh nichts, John. Fahr und bleib auf deinem ersten Posten. John ist weiter. Bleib der Führer.
Ey, keine Nazi-Witze hier. Hä? Nee. Stream, wir sind im Stream. Aber ich fand's so, die Stelle fand ich voll witzig. Wo die Polizei den Stream von Mois gestürmt hat. Guten Tag, wir hätten ganz gerne mal die Ausweise. Mert guckt Mois an und lacht sich total kaputt. Und nochmal von. Was rammst du mich? Hä? Die stehen auf Männerschmusen. John, das weißt du doch. Ja. Also jetzt reicht es mir. Ich hab... Entschuldigung. Ich habe auch seine falschen, aber es tut mir leid. Attacke! Attacke! Weltrekord 3 Minuten 17. Ja, genau! Im dritten Mal bin ich derjenige, der hier wieder aufholen muss. Da kann doch nicht sein. Aber auch nur von der Angelo. Ja, sorry, ich hab deinen Windschatten. Ich hab deinen Windschatten genutzt und dich aus. Nein. Ich hab dich doch nur von hinten. Kaijin Kid? Ja. Aber ey, ich hab dich doch nur ausgesehen, das aufs Rennen geworfen. Ich bin immer noch bei der Runde 3. Ich hab doch nur deinen Windschatten genommen. Ich wusste ja nicht, dass du jetzt direkt schräg rausfliegst. Junge, no, das sah aus. Ich bin fast eine Minute hinter dir. Ich hab dich eigentlich nur von hinten. Ja. Ich hab dich nur von hinten leicht gebumst. John ist 34 Sekunden vor mir. Weil ich hab ihn nur von hinten gebumst und auf einmal fliegt er seitlich von der Strecke. Oh Mann, du ey. Du sollst doch nicht dein Hobby verraten, John. Das weißt du doch. Ja, gebumst. Nee, gebumst. Nein, Mike sein Hobby. Naja, gut, nee, nicht genau. Unbedingt. Das hört sich. Das ist sein. Sein Hobby ist so Möhrensaft aus Möhren pressen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen. Na, ist ja schon mal schön. Vorstellungen reichen alle Male aus. Ja, aber ja, dreideutig gut. Bitte. Ich kann zweideutig schaffen, kann ich nicht mehr, aber bei Dreideutigkeit, da bin ich. Lass sein. Ich kann nicht mehr. Perfekter 5 aus Scrapling gibt's im. Ah, scheiße, fast. Wieso, Danny, du erwischst mich doch eh gleich. Dann lass ich dich extra vor. Ja. Bin ich. Ja, aber Danny ist ja auch bald da. Er hat noch 2 Runden Zeit und die Runden, die sind dann noch recht lang. Du, wenn du mal gut stimmen lernen würdest? Ja, es geht ja nicht, ich bin ja hier gerade im Konkurrenzkampf. Hat Leon ja gewonnen. Bleibt kurz stehen, dass ich wenigstens ja, einen aufholen kann. Will der John natürlich nicht zulassen, wie wir ihn alle kennen. Nö, warum? Ja, ist ja nicht verkehrt. Alle gut. Ich bin, solange ich im Rennen bin, kann ich doch auch darum kämpfen. Ja. Ja, ich mach dich aus. Das machst du zu Ende das Rennen. Ja. Genau, hör. Ja. Mach die Welle. Oh, das war scheiße, nein! Scheiße! Ich hab gesehen, dass es scheiße war. John ist aus dem Rennen! Oh, lol, warum hat er den Schneebo-Modus jetzt erst bei mir aktiviert, lul? Als ich da die Dingens gerammt habe, war es auf einmal aus. Bye, bye! Ja, das musst du nochmal extra aktivieren, aber scheiße drauf. Ach, bin immer noch Zweiter. Von daher. Ich hab gerade Schild gerammt, ne? Ist ja noch genügend Zeit. Nur deswegen ja. Leon, ich krieg dich so oder so, glaube ich, noch. Weil du denn nicht allzu weit weg bist. Ja, von daher. Ich hab mich auch wieder bekommen, also alle check. Und Danny wird uns auch noch wieder bekommen. Ich bin gerade so krank. Entschuldigung. Sorry. Mal Zeit. Wenn du den Vorsprung ein bisschen zu vergrößern, ist er. Kann er nicht schaden. Ach, los! Los, fahr. John, was gab's bei dir? Kuchen, also genau, zum Abendbrot gab es einmal Milchreis, dann ein Käsebaguette getoastet, also hier so ein Käse-Laugenstangenbrötchen gab es dann noch getoastet, Kuchen lecker. Und Apfel. So ein Brownie-Kuchen. Käsebrötchen, ich sag nur Käsebrötchen. Geil. Käsebrötchen ist das, Digga. Bei Lidl gibt es da diese Käse-Laugenstangen. Oh, lecker! Oh. Ja, geil!
Nein! Die habe ich noch getoastet, damit es nochmal extra knusprig ist. Mua. Nein, kalten Kit holt mich fast ein, er ist nur noch 28 Sekunden hinter mir. Ja, das freut uns ja, wenn er das schafft. Mich nicht. Möchte das Geld von dem vierten Platz. Wir holen uns Leon zusammen. Kneiperino. Kriegt euch doch mal da hinten nochmal weg. Kneiperino. Nee. Wenn Danny bei mir in der Nähe ist, lasse ich ihn extra vorne. Dann bleibe ich wirklich ein paar Sekunden stehen. Auch bei mir. Na, wenn du nah bei mir bist, dann bleibe ich kurz stehen und lasse dich vorbei. Ja, das dauert ja noch 46 Sekunden, dann warte mal kurz. Du noch nicht, du klappst. Bei mir sind es über eine Minute, das will ich schon näher antun. Bei mir, bei King Leon auch. Eine Minute und eins. Und da ist Runde 5. Ich bin gechillter Autofahrer. Jetzt hab ich verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Ich hab die Langeweile. Oh, Scheiße, Leon, ne? Macht mir richtig Spaß. Vor allem, wenn der Deluxe so irgendwo gegenknallt, Ruhe-Modus sofort weg, der stimmt. Ja, das ist ja, das war bei mir auch so, das ist richtig kacke. Du musst ja auch extra. Wie heißt dein Stream auf YouTube? Digga, das war richtig Rotz, Digga. Der Abend wird nice. John.h. Okay, oder John H. So rum. Digga, wackelt doch nicht so im Fliegen, scheiß ich Deluxe, weiß, Digga. Fliegt die Oppressor ja besser, Digga. Bin dir. Mann. Wer ist denn da hinter mir? Nein! Das ist Danny. Ne, das ist Danny, ich? Oder? Ah ne, doch, Leon. Okay, ich hab gedacht, Danny wär's. Danny ist aber auch dicht hinter uns. Kannst du auch so vorbei? John, du hast. Ja, noch ist es nicht so weit. Wie kann John hier 52 Sekunden vorne ist und John nur 41? Läuft halt, ne? Hacker, maybe? Ja, wahrscheinlich. Was? Was ist denn los, Leute? Oh, sorry. Alles gut. Ich fahre hier mit meinem Schneckentempo, mit meinen. Nein, 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 nein. Du bleibst nicht. Alten Kid? Du bist kein Schneckentempo, du bist noch 30 Sekunden von mir entfernt. 29. Das ist trotzdem Schneckentempo. Ja, mein Tempo ist ein Schneckentempo. Ich war vorhin bei 11 Sekunden. Digga, was macht denn mein Deluxe hier, Digga? Von Nisi, jetzt bin ich. Weißt du, was das Witzigste ist? Ich war bei letztes Mal der Schlechteste, aber hab dafür die beste Runde geschafft. Zieh dir das mal rein. Wie die beste Runde? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich war einfach der Beste mit der Zeit. Ich habe alle Zeiten getroffen. 3 Minuten 17 Weltrekord, das geht doch gar nicht. Das geht alles. Man muss nur an einen anderen klauen. Nee, das hat. Das hat was mit dem, wie du fährst, auch noch zu tun. Wie eng kannst du überhaupt fahren? Wo sind die Tricks? Wo sind die Kurven, die du durchnehmen kannst? Ja, genau, das auch. Wenn du so rumeierst, natürlich kostet das mehr Zeit. Ich eier nicht rum, ich fahre die ganze Zeit normal. Und fliege die ganze Zeit normal. Ja, das sagt aber die Zeit, nee. Ich höre mich doppelt, das nervt. Oh, ich hab dich! Nein, du bist immer noch 22 Sekunden hinter mir. Ich stehe genau hinter dir. Bei mir bist du noch 22 Sekunden hinter mir. Ja, ich würde mal sagen, wird jetzt eine spannend. Sekunde. Ja, es steht bei mir auch so parallel, dass eine Sekunde von dir entfernt ist. Ja, jetzt bei mir auch nur noch. Scheiße, jetzt hänge ich wieder. Scheiß Boom. Alter, warum bin ich denn auf einmal so schnell, Alter? Ich bin von beiden. Du die Pace aus. Hier rum, Alter. Ich hab die Puffer gekippt. Geil, der hat mir Anschub gegeben. Hui. Holla, die Folter.
Nee, sorry, ich wurde auch leicht gedreht und dann musste ich mich irgendwie zurückdrehen. Deswegen. War so ein, sozusagen ein Unfall. 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 Hörst du, Danny? Unfall. 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 Alter, so spannend war es noch nie, Alter, Leute. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Jo. Kampf um den ersten und Kampf um den Kampf um den letzten. Läuft ja mal richtig. Was soll das? Ich war der Erste am Anfang. Ach ja, jetzt hör auf zu heulen! Meine Güte! Und aufst! Ich schwöre dir, wärst du besser erfahren, dann hättest du auch hier übrigens. Ja, vielen Dank auch! Ja, geil, Digga, echt geil. Ne, ich glaube, er kommt nochmal. Ich seh euch noch, ich hab Danny. Noch bei euch im Nacken. Danny. Danny, das war sagen? Karma. Ja, Digga. Das war Karma, jetzt wirklich. Das war richtig Karma. Junge, er sagt also, jetzt sind nur noch wir beide. Tschüss, Leon. Danke, den Leon. Den zweiten Platz. Und dann sagt er so. Den zweiten Platz mit dem nächsten Arm. Wie? Ja, du kannst doch sogar noch den ersten schaffen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, wird knapp. Ja, Digga, ich brauch eigentlich nur noch einen Fehler machen, dann hast du ihn. Ja, dann mach ich auch nochmal einen Fehler, weil Karma. Ja, sag ich ja. Fehler. Yo, jetzt ist die Schwebeldingens. Ja, moin. Ich weiß zwar nicht, wie ich auf den Boden geflogen bin, aber. Weißt du noch damals? Mach einen Fehler. Ja. Mach einen Fehler. Das hab ich nicht abgeguckt. Also, Fehler gemacht. Mach ihn oder mach ihn. Kannst du Danny nicht zu mir? Oh Gott, Sir. Ach, super. Ich bin rausgeflogen. Oh, das wird spannend. Oh, bei wem klingelt da das Telefon? Ich hab den Punkt verpasst. Ist das ein Telefon oder eine Klingel? Klingel an. So klingt eine Klingel, wenn man Stopp. Digga, als OH nah hinter meinen Arsch dran, also Schiss, Alter. Du hast aber das Rennen gleich gewonnen, ne? Es sind denn nur neun Checkpoints. Nein, ja, ist noch ein bisschen. Ja, ich hab den Rennen aber irgendwie wegkommen musste vorhin. Ja, du hast es selber verkackt, weil du den Punkt da nicht bekommen hast. Ansonsten wärst du ja nicht. Ja, ich auch selber abgerannt, als ich erster war. Ja, es ist ein er schon wieder an hier mit seinen komischen Geschichten, die. Aber mal schneller, doch mal schneller. Hör auf zu lecken, du Roboter. Nein! Genau, eigentlich. Ich bin dann noch off. Ja, tschüss! Naja, wenigstens. Ach ja, Leon, was hab ich dir gesagt? Weil ich sag's dir noch. Mama Mia! Mama Mia! Angie! Nerv! Perfekt! Ich habe die Kopf. Leon kennt dich wahrscheinlich noch und er wird dich wahrscheinlich auch noch mögen, also alles gut. Wer denn? Ach, Angie schreibt mich auf Insta. Auch einer aus Eberswalde, ja. Die Eberswalder Gang hier, Alter. Ist das nicht vielleicht diese Hintergrund mit dem 6-0er? Kann gut sein, weiß ich nicht. Die kommt bekannt vor. Ja. Ist das die, mit der wir gar nichts. Wo wir beim Pizza gestoppt haben, ne? Weiß ich nicht. Wo auf dem Geburtstag. Ist ein Stuntman. Könnte sein, aber kein Plan. John, jetzt rettet. Hallo, GTA sucht dies. Mal gucken. Hab ich gerade überhaupt. Ich hab irgendwie Lust auf GTA, weil ich brauch Geld für meinen. Terrorbereit. Morgen, wenn du tags bauen kommst, besuche ich dir richtig viel Geld. Soll ich schon ein Instrument? Wenn du mir eine 20 Euro Playstation-Karte schickst.
Wow. Ich hab 2000. Ach, jetzt weiß ich, warum ich gestimmt habe. Warte, ich stimme mal ein paar Leute mehr. Ich stimme nur die Wichtigen. Bitte aufhören. Ich entstimme nur die Wichtigen. Den wir gleich zocken. John, so parallel hat verlassen. Nix, warte auf Spielersuche. Lobby verlassen. Lol, jetzt habt ihr. Oh, ich hab nicht gesehen, dass ihr auf Rocking World, Leute. Oh nein, da war Roynia 2000. Das hätte ich eher lieber gezockt. Was? Was hast du lieber gezockt? Ich komm bald GTA. Na, dieses Dingens. Wie heißt das? Ruino? Kommst du bald GTA? Ruina 2. Oh, Jungs. Kommst du das Rennen? Gleich. John? Ja. John? Jetzt? Ich hole mir jetzt das schwarze Rennen. Rennen allein. Ich mach das nächste mit. Ich muss sowieso pissen und. Okay. Aber die Sitzung ist voll, sage ich dir. Die werden doch bestimmt so ehrenlos spielen, ne? Nein, wir werden jetzt Red Dead spielen. Digga, na klar, die rammen, jeder rammt jeden. John kommt zu Red Dead. Mann, gleich. Mann, doch, Mann. Also wir haben gleich Uhr in 20 Minuten. Ja, und? Mann, ich will auch noch, Kannst du nochmal GTA kommen? Nee. Ich hole mir jetzt eine Lizenz zum Töten. Ich überlege gerade, ob ich mir eine Kopfgelder-Lizenz holen sollte, Paul töten sollte, weil er Kopfgeld hat. Weil dann wird Paul eine halbe Stunde lang sozusagen gebannt, also dann wird er, kommt er ins Gefängnis. Geil. Und kann nichts machen. Nee, komm, ich hole Schwarzbrenner. So, schön mal Lager spawnen. 20 mal verloren hab ich. Oh Gott, nee. Wo ich spawn da? Ich hab 20 mal verloren. Ey, ich bin in der ersten Reihe. Ich starte als zweites. Nein. John, wo war nochmal Turbo? Linker Stick. Boah, ich hab ihn gleich eingesetzt und bin davon gekommen. Ja, direkt hinter mir ein, zwei Leute. Audi klopft es wieder weg. Boah, ich muss jetzt meinen scheiß Leben fahren, ne? Ich bin erster, hinter mir ist so ein. Ich bin rausgeflogen. Machen wir klar wieder. Ich bin wieder mal das Schlechteste. Digga, no, warum will er mich unbedingt weg haben? Alter! Warum fliege ich jedes Mal aus der Kurve? Oh fuck, ich hab falsch gelenkt. Oh fuck. Scheiße. Jetzt fliege ich als erster Platz hier so blöde rum. Hui. Na gut, aber schnell die Kurve gekriegt hier. Alter, hättet ihr mal jetzt im Livestream sehen müssen. Alter, krass. Jetzt bin ich Dritter. Scheiße. Ich bin Letzter. Alter, was ist das denn für Jamaika-Musik, die ich hier gerade höre, Alter? Das ist ja. Oh. Krass, hat der Typ extra abgebremst, ja? Lul. Oh, Gott sei Dank hat er mich nicht vor der Rampe noch gekriegt. Erster. Zehnter. Okay, bin aber auch gleich Zweiter. Der Typ will was von mir, der fährt nämlich immer direkt hinter mir. Ja, war klar, dass er mich rammen wollte. Das war so glasklar, aber nicht mit mir, Menio. Oh fuck, warte. Ah, da musst du schon früh aufstehen, Baby. Ich werde dich jetzt weghauen. Du hast gedacht, du wirst mich los, aber ich bin wie eine Kakerlake. Ich tauche immer wieder auf und dann werde ich dich so auseinandernehmen. Guck mal, ich bin eh schon direkt hinter dir, ne? Ich werde dich so aus der Bahn räumen wie Danny vorhin. Unbewusst. Du wirst dann nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Das ist eine Ansage, die sich gewaschen hat. Ja, wir müssen den Pinken hier wegkriegen. Das ist ein Arschloch. Oh, über den Wolken. Oh, setze ich meine Rakete gern ein.
Ich hätte ihn sogar beinahe erwischt, mitten in der Luft. Wow. Das wäre geil gewesen. Oh, da hinten ist schon das Ziel. Scheiße, Danny. Alter, wie hoch ist denn die Sprunghanze? So ein Hurensohn, ohne Witz. Ich sag's nicht, ich sag's immer nicht offen und auch nicht ungern, aber das ist ein Hurensohn, Alter. Ach du Hurensohn. Er hat gewonnen, weil er mich weggerammt hat. Retour. Unehre Mann. Leute! Wichser. So ein unsportlichen Arschlöcher gehören getötet und verbannt. Was ist das für eine verfickte Sprunghanze? Ach, ist das nur eine Runde? Ja. Das ist ja total bescheuert. Ich bin Sechster. Was war das für eine verkackte Sprunghanze? Warte mal, ich werde mal ganz kurz gucken, ob er das schon gelesen hat. Christian! Hört Christian das an? Christian schreibt! Oh, Mike hat meine, nee. Hat sie noch nicht abgehört. Ich glaube, weil er auch gleich gemerkt hat, was ich davon halte und weil ich ihn auch eigentlich eine Ansage gemacht habe. Mike, raus mit dir, raus, raus, raus! Mike ist der Feind. Achso, frei. Scheiße, ich meine, ich wollte was drücken. Scheiße, ich wollte auf freien Modus gehen. Scheiße. Aber das. Ja, was habt ihr gemacht? Ich hab ja nicht gemacht, ich hab ja nie gerade geguckt. So, ja, ich auch nämlich. WhatsApp-Gruppe, dies, das. Mike ist der Feind! Mike ist der Feind! Mike ist der Feind! Mike ist der Feind! Ah, guten Abend, Christian. Achso, ja, das meinte ich. Also die gleiche Scheiße nochmal, scheinbar. Okay, dann machen wir dieses Rennen noch und dann gehe ich wahrscheinlich Red Dead. Ganz kurz und dann komme ich wieder. Nö, ich spiele so wie du sein kannst oder noch. Okay, na dann. Kannst du wie Red Dead bleiben? Ja. Ja, das steht schon. Komm uns mal in den ersten Raum, weil ich fertig weggerannt. Kann mir mal einer schreiben, wie der Typ hieß? Wer? Der mich weggerammt hat. Die Person, die du jetzt hast und wegen sogar Kraftdrücker geschrieben hast. Warte mal. Der hieß. Der hieß irgendwie. John, wenn du Digga, reden es ist so unscharf. Wenn du reden möchtest, fang an. Es ist so undeutlich. Du kannst mit uns über alles reden. Aber irgendwie was mit L, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade hier ignoriert. Nee, sorry, ich muss gerade was herausfinden. Falls der überhaupt noch drin ist. Bescheid. Wir sind alle für dich da. Ich bin der Dritte, ne?
Werbst. Was macht denn meine Figur da drin? Irgendwas mit Creaky, Creaky XXL oder so. Oh, jetzt starte ich sogar als erstes. Moin. Dann kack den an. Dann kack ihm ins Gesicht. Powder Eklafte ist wieder weg. Immer noch. Vielleicht wenn er da ist, lass mal so tun, als ob wir ihn nicht hören. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Oh Mann, jetzt hat er mich gedreht. Ich hab jetzt eine schwarze, ich hol mir jetzt eine schwarze Banane. Digga, wie der. Oder das war der Diaku. Der wollte mich, der wollte mich. Alles klar. Das freut mich, ne? Ja, ja. Der wollte mich von hinten rammen und ich hätte eine Rakete angemacht und dann wurde der hin und her geschleudert. Jetzt bezeichnet er dich als Hacker. Ja. Ja, der wollte mich von hinten rammen, der wollte mich so von hinten anbumsen so und dann. Ja, dann habe ich ihn gedreht bekommen. Er wollte mich von hinten anbumsen. Für diesen Satz gehörst du verbrannt. Ach, John, welcher Platz? Du schon wieder. Erster, jetzt. Aber Fünfter. Ich spiel dir gerade. Rocket Voltic. Vierter. Ich bin Achter. Ich glaube, dieses Ding gewinne ich jetzt diesmal. Der dreht dich wieder. Diesmal dreht mich keiner. Ich hab nur ein bisschen Vorsprung. Wenn doch, wenn er sich jetzt da vorne hackt, schreist du dann sehr laut rum. Mal gucken, ne? Die Sonne lacht für mich. Come on. Ich muss das jetzt schaffen, drück mir die Daumen. Angie, hör auf mich die ganze Zeit. Hallo Paul. Schwarz, Schwarzbrenner-Lizenz incoming. Warum? Erstmal einen Dialog anhören. Paul, hättest du nicht was sagen können, dass du AFK bist? Hat er. Hab ich doch. Achso, hoppala. Ich wollte mal einfach so einen auf. Ich wollte mal einen auf Paul vorhin machen. Diskus, hättest du nicht sagen können, dass du AFK bist? Hab ich doch. Paul, sie lebt noch. Sie lebt noch. Oh, die Kraft darunter lebt noch. Mit dem Haus. So, fangen wir weg. Oh, die Tunte lebt noch. Ja, ich bin direkt auf der Kante gelandet. Ja, moin. Bin ich jetzt erstmal gesprungen wie so ein Flummi. Jo, von ersten auf den vierten. Geil. Ja, jetzt bin ich bin wieder nur auf dem zweiten. Geil. Dabei? Ja. Mohammed, der ist Scheiße. Auch so ein Arschloch. Ja, aber Rattler Katzin. Scheiße, Araber. Scheiße. Nee, ich hab nichts John. Gegen Araber persönlich, aber gegen übel, diesen aber Araber habe ich. Okay, alles gut. Okay. Ja, und da war ich gerade. Ah, Scheiße, Chan. Ich wollte dich noch einkriegen. Ja. Ja, musst du aber ja früher aufstehen. Na, ja, sehr witzig auch, wenn ich zweimal gequetscht würde. Ja, ich kann nicht neunter werden. Jetzt war ich Rettung. John? Ja, ich hab noch was in die Gruppe in Richtung Mike geschrieben. John, lädt mich ein. Ist deine Deadline-Gruppe noch? John, lädt mich ein. Wo denn ein? In der Job. Was für ein Job? Ich hab im Moment keinen Job. Ich wollte jetzt erstmal in freien Modus gehen. Und dann mal gucken, was wir dann starten. Auf jeden Fall kein Rocket Voltic mehr, diese. Na warte, Ruinia 2000, lass mal das noch zocken. Niki, komm, was? Nein, du musst dieses 2000-Ding, bitte, klick das noch an. Welche von den... Welches? Es gibt doch nur ein 2000, achso, ich meine, das ist rechts, unten, sorry. Nein, ich kann nicht mehr wählen. Ich habe aber gewählt.
Ich hab gedacht, es gab nur das eine unten links. Ich hab doch aber auch das unten rechts markiert gehabt. Stand doch der Human Groot oder nicht? Wie gesagt, einladen, ne? Ach ja, Leon, ich lade dich ein. So, Angie hat wieder geschrieben. Leon, du sollst sie anschreiben. Angie, ich sag's dir, übertreib es nicht. Du sollst sie anschreiben. Ach so, übrigens, cooler Stream hat sie geschrieben. Ja, warte, mach ich gleich. Ah, ey, ich hab irgendwie einen ganz komischen Gedanken. Sie will von so vielen Jungs wie möglich angeschrieben werden. Also, ich will ja nicht... Ich will echt nicht böse sein oder so, aber... Was soll ich denn machen schon? Sie hat gesagt, sie will nur Kerle mit 20, ich bin aber 22, von daher ist es mir scheißegal. Bist du nicht 24? Nein, 22, 20 hat sie gesagt und ich bin 2 Jahre älter drüber. Vielleicht nimmst du dich ja noch. John, bist du jetzt... Ja, warte, ich lade euch ein. Nee, ich bin noch an einem Job drinne. Leon, du hast eine Einladung erhalten? Ja, sofort. Ich hab sofort. Niki habe ich auch noch eingeladen. Kommt, ihr müsst schnell reinkommen. Ihr habt nur noch knapp 20 Sekunden. Ich bin auf dem Ladebildschirm. Ja gut, dann kannst du leider nicht kommen. Ich bin drin. John, willst du in mein GVOG kommen? Was? Willst du in mein GVOG kommen? Mal gucken. Das heißt GTA 5 Osama gegen John, Osama heißt König, wir also heißt warten es auf dich, auf Deutsch, wenn wir diese Mission hier retten machen. GTA 5 Königsgame. Weil das wird auch ein bisschen Cash Mash wieder, weil das Leute beitreten. Okay, Angie möchte nur wieder, also sie hat mir gerade in Lautsprache geschrieben, also alle Buchstaben groß. Ich möchte bloß wieder Kontakt zu Leon, mehr nicht. Okay, ja, ist ja gut, habe ich registriert. Aber, ja gut, ne, da kann sich jetzt jeder ein Bild machen, wie er will. Ich enthalte mich jetzt, aber ich denke mir meinen Partner dazu. Wo wohnen denn die? Frag sie mal selber, ich glaube, sie guckt zu. Sehr gut, Elizabeth. John, was ist denn das für überhaupt? Das kenne ich gar nicht, das Rennen. Wenn Wände kommen, musst du den linken Stick drücken. So, warte mal, sie hört uns wahrscheinlich zu. Ich schreibe selber an, wenn ich aufgehört habe zu zocken, weil zocken ist scheiße. Fangen Sie schrei. Oh, Sophie hat einen Livestream gestartet. Nee, ist mir jetzt egal. Ich habe es selber ein. Ich starte schon. Sie, ist, kein sie ist wieder da. Kein Kontakt. Irgendwo gut, aber irgendwo auch scheiße, dann kann man nicht aufholen so richtig. Wir kommen zurück. Kann man ja nur auf Fehler von anderen. Warum sind jetzt hier alle. Leute, was soll denn der Scheiß? Warum sind hier alle Geister? Weil der Typ auf keinen Kontakt eingestellt hat. Ja, was ist, Danny? Du Falle? Okay. Jo, bis morgen. Jo, danke. Linker Stick, John. Ciao. Und zum Fallschirm öffnen X dann, ne? Ich brauche ja gar keinen Fallschirm nutzen, ich fliege ja schon so weit genug. Louis. Ja, deswegen, manche waren so dumm, ne? Läuft. Achso, man sollte drauf landen. Oh Gott, komm. Man sollte. Ja. Ich bin die ersten drei. Ich bin vierter, ja. Lul. Hey, kannst du gerade irgendwie haben, ist auch geil, weil da kann dir keiner den Platz versauen, den du gerade bist, ne? Ja. Zum Beispiel eigentlich viel besser als die anderen Spiels, aber die sich aber nur wegrammen dadurch gewinnen. Ne? Jo. Manche sind auch dämlich und machen Fehler, die. Nein. Ja. Ich muss das auch erstmal verstehen, das Spiel. Das ist kein Spiel, das ist ein Rennen. Das ist fast. John, das meinte ich jetzt nicht. Weiter. Ah, fuck, ich hab genießt, scheiße, jetzt bin ich dadurch von der Strecke gekommen. Verdammt. Das ist eine Scheiße, ey. Dein Nieser war dran schuld. Ja, verdammt. Welcher Platz schon? 9. Du bist gerade an mir vorbeigezogen. Ja, ich hab dich gesehen. Ja, da freut sich der. Wir freuen uns alle, Elizabeth. Wieso soll ich mich darüber freuen schon? Nein, weil Elizabeth gefragt hat, wer freut sich denn da? Ich freue mich nicht. Versteht ihr, ich will.
Ich verstehe das Autorennen wieder mal, ne. Ich bin zu blau dazu. Zu blau. Blau ist keine Farbe. Du hast also zu viel Whisky genommen. Alles klar, gut, wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Nein, zu viel Blau heißt Blau ist keine Farbe, sondern Zustand. John. Ich dachte, du weißt über die Farbenzustände Bescheid. Ja. Rot ist verliebt, das ist ja logisch. Blau ist, wie gesagt, zustandmäßig. Grün ist glücklich, gelb ist. Oh, das war knapp. Es gab doch damals, oh Gott sei Dank haben zwei einen Fehler gemacht. Es gab doch damals so eine komische, unlustigen Sprüche. Rot ist die Liebe, grün ist das Gras, blau ist der Himmel, leck mich doch am Arsch und irgendwie so. Ja. Oh ey, das im Hort immer, Alter, das hat mich so genervt. Warum machen die alle jetzt hier Fehler? Ich bin vom 10. oder vom 9. auf den 6. auf einmal. Was machen die Leute denn hier? Ich krieg's doch in den Job. Das Ziel, Zweiter. Was ist hier los? Weil ich wollte noch Erster werden. Wow, was ist das? Ich glaube, John kriegt Tatsache nicht mehr. Da ist einfach nochmal das Ziel. John, Vorsicht, da vor dir ist irgendwo eine komische Rampe. Ich glaube, ich habe sie schon. Die hat sich ja bei mir runtergefahren. Hui! Ich bin. Na, mich kriegst du nicht mehr. Du verstehst das Rennen nicht, aber bis Fünfter. Lul. Ja, genau. Komisch. Angie, guckst du noch zu oder ist jetzt deine Mission, wenn Leon dich anschreibt, erfüllt? Ich gucke jetzt mal kurz in den Insta-Livestream. Wie gesagt, ich schreibe sie an. Ich hab's nicht. Ach du Kacke, was macht sie denn da? Na, ist egal, juckt mich jetzt nicht. Manche Leute jucken mich einfach nicht mehr. Die Quarantänezeit hat mir ein bisschen Klarheit verschafft. Unter anderem. Muss einfach nicht jeden hinterherkriegen, das ist einfach so, Leute. Habe ich nicht mehr nötig, Digga. Fünfter. Ich krieg keine Kohle oder was? Christian, falls du zuguckst, kommst du denn eigentlich nochmal online heute? Oder erst wieder so zur Nulle oder so? Oder heute überhaupt oder so? Ich meine, gut, ich spiele danach wahrscheinlich eh noch kurz Red Dead mit den anderen beiden. Also demnächst. Also ich würde jetzt freien Modus gehen. Ah doch, Achtung. Erstmal gucken, ob ich jetzt die 1,3 Millionen. Sorry, wegen dem bloßgeschrieben. Die Frage kann gerade ich. Also sie kommt aus Finofort, ne? Ja gut, hätte ich euch auch sagen können. Sorry, wegen dem großgeschriebenen. Die Frage kam gerade ich. Genau, ja, ach, wegen dem großgeschrieben. Ach, wegen dem großgeschrieben macht er da mal keinen Kopf. Ich weiß ja, dass du das dann. Dass er so zur Lautsprache dienen soll, also von daher. Alles in Ordnung. Er kommt in 5 Minuten schon. Wer denn? Achso, ja, er kommt. Ja, ich halte es schon. Na bitteschön. Na bitteschön. Nee, wir gehen nicht offline, aber ich schwächse gleich das Spiel. Oh. Was machst du denn? Also. Peace. Ja. Leute, ich schwör's euch. Morgen 13 Uhr. Deswegen muss ich heute spätestens 2 Uhr off. Ich habe mir auch schon den Wecker gestellt für 11 Uhr. Weil sonst stehe ich immer 11:30. Vor allem das Ding ist, ich werde immer 10:30 oder um 11 wach. Und dann denkt sich mein Kopf so, oh nee, nochmal schlafen. Lege ich mich nochmal hin und 11:30, 12 wache ich dann erst immer auf. Was ist denn um 1 schon bei dir? Wo liegt denn? Na, um 1 bin ich bei meiner Privatfriseusin. Mir werden die Haare geschnippelt. Denke oh. Meine Wunde wusste ich's doch. Ich wurde erhört. Ja, meine ehemalige Nachbarin, John ist der Bürger, Weiberheld. Nee, die Privatfriseurin ist nicht in meiner Altersklasse. Sieht zwar hübsch aus und so, aber nicht in meiner Altersklasse. Ja, ich weiß. Deswegen. Das glaube, war ein Lob. Weiß ich nicht, wie alt sie jetzt genau ist, aber ja, gut. Muss ich jetzt auch nicht preisgeben, wissen. Ehrlich gesagt. Weil, wozu? Wenn du es nicht weißt, warum bist du es? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du nein, also. Nicht, ja, genau, weil ich es nicht weiß. Ich hätte jetzt irgendwie eine Zahl gesagt. Also, ich hätte jetzt, also, weiß ich nicht, ob sie so zwischen. Also, zwischen 25 und 30 ist sie, glaube ich. Ungefähr. Ist doch ein gutes Alter. Ja, John. Ja, gut, John. Alter, ich bin 22 immer noch. Naja. Das geht ja noch.
Komm, ich bin seit 5 Jahren Single. Hatte ich Mike auch angeschrieben? Nein, weil ich geil bin. Weißt du, weil ich geil. Das kann man ultra falsch verstehen. Auf was bist du denn geil? Weil mir niemand schreibt, das ist, darauf bin ich ja geil. Ich sag dir mal so, wie es ist. Ich würde mich freuen, einfach, wenn ich Single bin. Also bin ich ja jetzt momentan auch. Ich meine, gut, Beziehungen ab und zu schick und schön haben, meine letzte, die, ja. Kann man sich jetzt drum streiten, ob das vielleicht ein bisschen Pussy von mir war, das aber einfach so Schluss machen. Aber wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man da halt auch nicht. Da geb ich dir recht, aber wenn man jemand Fremdes geht. Nein, überhaupt nicht. Also sowas würde ich nicht. Ne, sowas würdest du dir niemals trauen. Aber wenn jemand Fremdes geht, hinter deinen Rücken und noch, dann bist du die Arschkarte gezogen. Ich glaube mal. Ich habe damals mal eine Geschichte gehabt. Ich glaube, bei meinem Onkel war es so. Ja. Ich weiß es aber allerdings nicht. Wer ist Elisabeth, wer ist süß? Beim Beitritt zur Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Jawohl, jetzt gehe ich Kerlchen, geht ja 5 zurück. Nee, also ich glaube, bei meinem Onkel war das damals so. Geht ja Der beste Freund von meinem Onkel wurde hat mein Onkel betrogen mit seiner Freundin. Und daraufhin hat er erstmal den besten Freund irgendwie eine gegeben und sie auch noch. ich weiß nicht. Würdet ihr eure Freundin so boxen, wenn sie wirklich sowas gemacht hat? Oder wenigstens so schlagen? Wenigstens Backpfeifen oder so? Nein, nee? Würde ich auch niemals tun. Ganz einfach, ich schlage keine Frauen. Ich weiß es nicht. Ich würde es, denke ich, auch nicht machen. Aber ich kann durchaus. Auch wenn es so minimal ist, aber ich kann auch Leute verstehen, die das wirklich dann durchziehen würden. Aus dem einfachen Grund, weil die... Oh, Mike hat mir geschrieben, ich hab doch nichts gemacht. Du hast nichts gemacht. Kannst du mal auf meine Nachrichten in der Gruppe antworten? Oder was ist denn los mit dir? Außerdem, der Rest der Gruppe sagt was ganz anderes, mein Freund. Ich hab dir schon mal gesagt, hör auf mit dem Scheiß, du machst dreimal die Woche denselben Fehler. Deswegen können wir dir nur alles Gute wünschen und bitte lass dich einfach aufklären. Er hat mir nochmal geschrieben, er hat nicht, ihr habt nichts gemacht. Warte mal, das werde ich jetzt. Schicke ich jetzt nochmal in die PS4-Gruppe. Ach Gott, dann halt schon, ich habe so viele Nachrichten. John, soll ich mal ganz ehrlich sein? Was denn? Wo das bei mir so schief gegangen ist, hat sie mir irgendwas Scheiße hinterlassen und da kommt keiner mehr klar. Sie hat mir so einen Scheiß hinter Fluch hinterlassen, dass ich keine Freunde mehr finde. Irgendwie ist du bei mir... Du wirst deine noch finden. Oh John, das ist lieb gemeint, aber ich kann es echt nicht mehr hören. Das sagt schon mein allerbester Kumpel. Das ist irgendwie... ich bin da einfach nur... Parship, Tinder... Bei Chris Teil zum Beispiel, bei seinem Auftritt hat er auch ein paar gefragt. Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Die gucken sich beide an. Wollen wir es ihm sagen? Tinder. Ich würde es mal so probieren. Nee, ich melde mich nur irgendwo an. Vergiss ich, ich möchte nicht so. So, Angie hat noch was geschrieben. Nein, Handy hat gehangen. Ich folge Leon jetzt auf Insta. Läuft. Ja. Jeder kann mir auch folgen. Ja, das war mir klar. Ja, was denn? Komm, John hat es auch selbst gesagt. Hä, ist der vollkommen auf den Kopf gefallen? Keine Ahnung, frag mich was Einfaches. Lul. Hey Leo, wir haben es geschafft, wir sind zusammen in einer Sitzung. Yeah! Wirklich? Ja! Lol. Digga, warum sind so viele Fahrzeuge von mir zerstört, Digga? Alter, was ist hier los? Ich wollte nur noch mein Geld überweisen und dann mal gucken, was ich damit anfange. Jedenfalls hat er mir... Gönnt euch diesen Typen einfach. Ich mache auf jeden Fall jetzt. Hoffe ich jetzt weiter mit meiner Hanfplantage und mein Geld. Ist der auf den Kopf gefallen? Ja, ich kann dir sagen, was du falsch gemacht hast. Du hast wieder Fragen gestellt. Und das haben mir die anderen bestätigt. Ja. Und ganz ehrlich, da merkst du eigentlich schon selber, was du falsch gemacht hast, oder?
Denn Sean, du warst bei mir auch überrascht, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast. Ich dachte, ich wäre jünger oder älter oder zu alt. Und dann ich hab dich, glaube ich, hätte dich, glaube ich, anders vorgestellt, glaube ich. Ja, ja. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Gut. Sean, was machst du jetzt? Ja, keine Ahnung, ich hab ein bisschen Langeweile. Guck mal jetzt mal auf mein Geld, wie viel Geld ich besitze. Und ich kann's ja wieder helfen, wenn du willst. Aber nur wenn du willst. Ich helfe gerne. Okay. Ich schnapp mir jetzt mein bestes Auto und fahre wieder zu dir. Okay. Aber diesmal kommt ein anderes Auto. Ich hab so viele. Wie soll ich dich heute... nee, das ist mir zu schön. Mike ist betrunken. Ja, Louis, wahrscheinlich ist er betrunken. Ich hab eine Einladung gesendet, ne? Was hat der denn... Ey, Tim, jetzt mal ehrlich, was hat er denn getrunken? Vielleicht 3 Bier oder Monster Energy oder was? Der Typ ist niemals... Ja, hier, John, bitte noch nicht beenden. Nö. Ich glaube, ich cruise noch ein bisschen mit meinem Wagen rum. Warte mal, ich hab jetzt, glaube... 500.000 oder so? Fahr da mal zu meiner Geldwäscherei, ich fahr auch schon. Nee, warte mal, ich wollte hier mal kurz gucken. Die wird ja auch angezeigt. Ich glaube, jetzt kriegen wir keinen Luxuswagen mehr. Ich glaube, ein Terabyte wäre jetzt wirklich das Wichtigste. Oder was haben wir sonst noch so? Oh, warte mal, von 1,5 Millionen der Ardent. Was kann der Ardent? Kennt einer den? Der hat Maschinengewehr. Ich glaube, man kann sogar noch Dings ranklatschen, also mit Raketen ja, und der so. Der kostet 460.000. Ich überlege, ja, ob den ich den hab ich gewonnen. Eventuell hole. Den habe ich gewonnen. Weil wenn also, der im Angebot ist, könnte man überlegen. Ja, das ist ganz gut. Duke or Death könnte man auch überlegen. Den hatte ich auch mit einem anderen Account. Ansonsten hätte ich jetzt Tatsache... Oh, 1,5 Rhino Panzer. Buzzard, oh, ja, mal gucken, was ich mit der Kohle anstelle. Ja, John, kannst du die Nummer von mir, von Elisabeth, mal geben? Sie wollte mich fragen, wo sie mich folgen kann. Kannst du auch mal privat meine Nummer weiterreichen? Mann, auf Instagram kann sie doch folgen. Hab ich ja. Aber ich muss schon wieder strollern. Ey, es tut mir mega leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist in letzter Zeit. Blasenschwäche, ist einfach so. Ich glaube es jetzt sogar. Oder du hast dich unterkühlt schon. So, John ist jetzt strullern. Leon ist jetzt noch da. Ja. Jo. Mein schönes Auto. Nein. So, dann machen wir weiter. Elisabeth, du kannst mir gerne bei Facebook, Instagram folgen. Oh, es gewittert bei mir. Oh, ich muss abhauen. Sonst ist mein Auto nass. Ja. Du, ich bin auch da. Ja, das ist super. Nee, ich heiße im Gamer-Name so wie in Facebook und Instagram. Du musst bloß den Namen mit KJK verbinden, so findest du mich am schnellsten. Da steigt meine Anzahl bei Facebook wieder. Ahu. Ja, was denn? Ich habe jetzt im Facebook, passe ich jetzt genau auf, wen ich jetzt Freunde habe. Ja, bist du jetzt zugeflogen? Dicke? Nee. Ich bin ja weil ich... Ja, weil du bist einfach schon da und... Ja. Also können wir, okay, wenn du da bist, wir können Produkte ausliefern. Endlich. Nee, nee, das bin ich. Nee, ich halt, du bist schon da, aber ich noch nicht, weil du schon am Ziel bist. Ja, ich bin schon da. Nee, du bist auch fast da. Ja. Mir fehlt bloß... Wo du bist. Bei 1 Kilometer war meine Spur weg. Also hier mein Wegführer. Meine gelbe Linie. Deine lilane. Ja, aber das hättest du auch anders machen können. Eine andere Farbe, wenn du eine Gilde. Achso, das. Die ist jetzt. Jetzt ist sie gelb bei mir endlich. Sonst war sie lila. Jetzt ist das schon wieder weg. Alter! Ich hab's gerade weggemacht wieder. Alter! Was machst du denn? Ich guck auf jedes Mal auf die Karte. Aber der W-Punkt ist ja lila, den ich mache. Ja. Nee, bei mir ist ein gelber Punkt, wegen dir. Hä, dann kommt ein gelber Punkt? Gelber Weg meinst du, oder was? Ja, gelber Wegpunkt. Was mach ich denn hier?
Was hast du denn für... Achso, guck mal, das ist mein... Elizabeth, ja. Du kannst uns eigentlich alle folgen. Ja. Ich komm rein. Angie. Sie schreibt, nein, ja, mein Handy hat gehangen. Ich folge Leon auf Insta, ne? Das habe ich ja schon vorgelesen. Okay. Ja, das habe ich schon. Na, an Leon jetzt. Sorry, dass ich gerade nerve, so, aber... Was? Warte mal. Sorry, dass ich gerade nerve, so, aber kein soll sich, also wahrscheinlich Leon, soll sich mein Insta-Profil angucken, dann kennt er mich. Dann kennt er mich, hoffe, wieder. Mhm. Natürlich. Angie. Ja, ich hab's doch wieder erkannt. So. Du fährst, ich schieße. Nee, du musst... Nee, warte mal. Das dauert dann das... Warte mal, der Typ redet. Das dauert alles viel zu lang. Wir sind eh allein in der Lobby. Du musst den nehmen. Jetzt den Truck nehmen. Wir müssen... Du musst den Truck fahren, dann müssen wir noch einmal her, weil da noch ein Truck dann steht. Wir sind ja eh alleine. Achso, cool. Yeah. Komm, hier mal einen Hupe-Code. Warte. 29 Minuten haben wir Zeit. Warte mal, da habe ich eine Idee. Das ist das Einzige, was ich aus dem FF kann. Dreimal lang, dreimal kurz ist SOS, das weiß ich. Und dann, wenn du noch was dazu siehst, heißt es eigentlich, mir geht's eigentlich okay. Der SOS, so. Folgst du jetzt auch die gleiche Spur wie ich? Ja. Ich schreib gerade mit Mike. Junge. Weißt du nicht, ob du noch woanders hin kannst? Wenn du in eine andere Richtung langfährst. Oh, John, ich fühle mich so gerührt jetzt. Wie viele gelbe Punkte gibt es denn auf der Karte? Viere. Huch, muss hoch. Vielen Dank, ich sag wirklich vielen Dank, das ist immer schön zu hören. Leon, weißt du, was die geschrieben hat? Wer hat was geschrieben? Die Elisabeth, die guckt ja gerne zu beim Live-Channel. Was hat sie geschrieben? Ihr hat geschrieben, ich bin wieder da, meine lieben Jungs. Ist doch schön. Ich fühle mich gerührt. Ja, genau. So, Washdog. Ich glaube Tatsache, ich hole mir diesen Ardent. Weil dann habe ich immerhin... Ja gut, dann muss ich wieder auf den Terabyte sparen, aber es ist halt so. Solange der noch im Angebot ist, würde ich das wirklich machen. Warum folgst du mir? Ich habe auch den gelben Dings. Ich würde ihn in Rot bestellen, wegen roten Power Ranger-Dingens. Wir werden ja sehen, was passiert, wenn... Alter, der braucht aber lange. Ich muss jetzt die komplette Hauptspur lang, du auch. Mann, der braucht aber echt lange auf dem Berg. Ist Christian schon zufällig da? Nein. So, ich muss jetzt gerade aus dem Duo auch, oder? Ja. Das ist total bescheuert. Post-OP. Hier ist eure Krankenversicherung drin. Gib sie mir. Ja, die frische Auto. Hä, das verstehe ich jetzt nicht ganz schon. Ich schreibe gerade Mike. Ich habe die Nachricht von Elisabeth jetzt nicht ganz verstanden. Ihr seid so cute, verliebt. Jetzt musst du es mir mal bitte genauer erklären oder schreiben. Nein, sie meint, ihr seid so cute, sie ist verliebt. Aha, also cute verliebt. Oh, ich habe gerade gedacht, ich hätte hier Dingens Bummens. 288 Alter. Abonnenten. Nee, ich habe bloß Mike geschrieben, dass ich mich irgendwo verarscht fühle. Ey, wir fahren ernsthaft die gleiche Spur? Ja, keine Ahnung. Oh. Alter Falter. Ich komme! Oh, das ist ja nicht jetzt...
Was machst du denn? Der ist abgestellt. Der ist abgestellt. Ach so, okay. Dann fahr du mal den nächsten Punkt. Ich hole das andere Auto. Hey, bei mir zeigt er da aber noch alles Paket an. Ja, das stimmt bei mir auch. Ey, was ist das für ein Bug, Digga? Das meine ich irgendwie. Irgendwie ist Rockstar gerade komisch. Sorry, Leute, ich muss hier jemanden. Ich muss hier so einen Typen schreiben, der. Nee, aber bei, ja. bei mir zeigt er noch die blaue Linie an zum nächsten Transporter. Naja, wir fahren aber so, wie es ist jetzt. Wir haben eh verloren. Ein Fahrer zum nächsten Endpunkt. Ja. Klappt wahrscheinlich noch, sonst würde mich die blaue Strecke nicht anzeigen. John, machst du hier Red Dead 2 durchgängig? Also tust du bloß. Achso, geht ja nicht, du hast die CD. Hm. Scheiße. Aber kannst du das nicht durchziehen? Dass GTA und Red Dead zusammen sind? Ah, jetzt verstehe ich das. Ah! Jetzt kann ich wieder einstecken. Jo, ich hab's den Dreh raus. Du musst bei dem Fahrzeug aussteigen, den gelben extra gelben Punkt sind, den Briefkasten reinstecken und dann wieder einsteigen und wieder losfahren. Jetzt fahre ich schon zum anderen Transporter, okay, dann kümmerst du dich dann um den anderen Transporter, der noch steht, wenn du dann mit dem fertig bist. Ja, ich habe jetzt nur noch vier Lieferungen. Okay, gut. Ich hoffe, dass die Elisabeth uns auch wirklich auf Instagram folgt und ich hoffe einfach, dass es wirklich eine. Oh, verschrieben. Natürlich, ich schreibe auch ihr, wenn sie es möchte. Sie muss mir bloß sagen. Welches Thema es ist. Wir müssen auf jeden Fall, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich hoffe einfach nicht, dass das irgend so ein Typ ist, der jetzt in so Mädel-Dingen schreibt. Ach, John, du weißt doch, ich bin ganz anders. Das ist immer das Coolste, die Leute schätzen mich immer so schlecht falsch ein, weil mein Sarkasmus zu undeutlich ist. Aber... Erreicht die höchste Geschwindigkeit, lol. Ach, Digga, ich kann doch nicht in den anderen Transporter. Warum kann ich mir einsteigen? Ich glaube, erst wenn du. Ich kann doch nicht einsteigen, keine Ahnung. Ich glaube, du musst erstmal alle ab. Ich glaube, du musst erstmal alle dann. Abfahren und. Ich hoffe, der hat wirklich Maschinengewehre, wie du gesagt hattest. Aber gut, das Auto kommt von. Ja, hat er. Geil. Nice, das gefällt mir richtig gut. Das ist logisch, ja. Ja, wenn du das so sagst, kann ich es mir gut vorstellen. Aber ist trotzdem schön. Wann bist du ungefähr mit deinem Postwagen fertig? Also ich habe jetzt noch 3 Lieferungen. Und ich muss jetzt in meinen nächsten Punkt. Das Problem ist, die 2 Punkte sind wieder hinter mir. Ein Punkt ist natürlich oben noch hinter dir, da ist das, wo mein Auto steht. So, cool. Ja, das wird aber bei mir noch nie angezeigt. Okay, scheiß drauf, ich fahre jetzt wieder zurück, einfach. Ah, okay, gut. Ich kümmere mich um diesen Postauto. Hast du das schon mal überhaupt gemacht? Nee. Also nicht mit Postautos, ich hatte andere Varianten. Da muss ich mit dem Motorrad die wegfahren. Aber nicht mit Postautos. Und so einstecken irgendwo. John, und gewinnst du? Na, ich mache ja die Herausforderung. Sieht im Moment erstmal so aus. Du kannst gerne zu uns kommen, wir sind nur zu zweit. Na, warte, hier ist gerade eine geile Herausforderung. Wenn du da mit deinem. Ja. Wenn du mit deinem fertig bist, dann fährst du zurück und holst einen anderen Transporter, ja? Ja, ich hab jetzt gerade 2 verschiedene Punkte noch. Alter. Soll in der Karte. Ja, aber du fertig bist. Ich brauch dafür meinen Schlagen GT, glaube ich. Oh, schau mal, aus Versehen. Mike will noch eine allerletzte Chance. Nein, Mann, den kriegt er nicht.
Das kann doch nicht sein. Erst mit Vertrauen missbrauchen hier und dann noch einen auf letzte Chance machen wollen. Der hatte schon genug Chancen. Also, ich kann es verstehen, wenn man irgendwo ein oder zwei Fehler macht, aber in einer Woche dreimal denselben Fehler zu machen, das ist selten dämlich. Das ist einfach nur selten dämlich. Das, man braucht darüber nicht zu sprechen, einfach Kopfschütteln und nichts sagen mehr. Das ist. Ich weiß nicht, was das Thema so genau ist, interessiert mich nicht, ich sag einfach, lass es jetzt einfach sein. Oh, jetzt den Schlagen GT, jawohl, jetzt können wir. John, wann kommst du Red Dead? Ich mach noch schnell die Herausforderung und dann komme ich. Ich werde wütend, wir spielen ja gerade Uno seit einer halben Stunde, eine Runde lang. Dings schon? Hat Uno? Uno, seit einer halben Stunde. Das, was du jetzt machst. Dieselbe Runde. Oh, Scheiße. Ich hätte am Anfang beenden können, habe ich aber nicht, weil Tom mich gebeten hat. Und jetzt hocken wir hier mit irgendwelchen zwei Bots in der Runde. John, ich verstehe dich nicht, wenn Diskus. Ja, okay, dann komm einfach gleich in Red Dead rein. Ja, aber cool, aber witzig irgendwo. Ach man, irgendwo. Vielleicht einfach raten. Uno, Alter, Uno mit zwei Bots macht Spaß. Ja, Paul, du kriegst gleich die 6 reingedrückt. Ich hasse dich so sehr, ne? So, bitte dreht ja. Okay, ist gleich dann, ne? Jo. So, John, jetzt du nochmal. Sorry, Diskus hat mit mir gesprochen da. Ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Ich hab den nicht gehört. Alter, was ist denn das für ein NPC, Junge? Ich hab gesagt, machst du wieder einen Live-Channel wieder? Mal gucken. Bei Red Dead glaube ich eher weniger. Aha, okay. Da wollten wir ja noch das Roleplay weitermachen. Nein, dann wollt ihr. Ne, trotzdem machst du eine Live-Aufnahme. Nein! Wir müssen ja unsere Folgen erstmal noch hochladen. Komm, wenigstens auf Platz 3. Please, 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 please. Wenn die ganzen Kack-NPCs nicht hier andauernd mir so einen scheiß Strich durch die Rechnung machen. Ja, die müssten ja dann teilweise mit Noobbike fliegen. Ja, anders kann ich mir die Scheiße nicht mehr erklären, warum die das Ding gewinnen sollten. Oder konnten. Das ist für mich unverständlich, die fucking Pisse hier. Na gut, immerhin habe ich ein bisschen Kohle bekommen. Scheiß NPCs, Alter. Nicht mal mit meinem Schlagen GT habe ich das hinbekommen. Läuft. Scheiße, schaffen. Hast du schon die nächste Fahrt abgeliefert? Ich habe schon zwei Pakete abgegeben. Ich habe jetzt noch eine Lieferung. Ich habe 1 Kilometer jetzt. Was los hier, Alter? Ach so, scheiße, mein Zuhause ist ja da. So, Leute. Ich fahre jetzt noch ein bisschen beeilen, glaube ich. Nach Hause. Wer Bock hat, kann sich nachher, falls ich noch NHL zocken sollte, könntet ihr ja auf jeden Fall vorbeischauen. Spielst du jetzt erstmal Red Dead? Genau, ich spiele jetzt erstmal Red Dead Redemption, Leute, und da habe ich einen Roleplay am Laufen, deswegen wäre das halt nicht so schön, wenn ich das streamen würde, weil... Alter Schwede, warte mal ganz kurz, jetzt knall ich die Frau. Sag mal, ist die bescheuert? Bis da hinten hin, wo ich ab. Hoppala. Wo steht das andere Fahrzeug? Ich hab das schon. Du musst jetzt warum driftet der so? Geldwäscherei. Da brauch ich erstmal ein Fahrzeug, ein schnelles. Ja, mach ihn. Scheiße. Knapp. Nee, will ich nicht. Ich brauch ein Fahrzeug. Ja. Das Auto passt mir gerade perfekt. Stehen bleiben! Aus. Ich habe noch 4 Kilometer vor mir. Oh, das wird heute echt nervig heute. Aber das schaffen wir, Dicke. Ich habe jetzt nur 10 Minuten circa gebraucht. Was gleich dann nach dem ersten gleich verstanden hat. Mein LKW, verschwinde dich auf deine verfickten Vorspur. Das nächste ist ja 2 Kilometer, wollte mich eigentlich flexen, Digga. Ladies and Gentlemen, könnt ihr nochmal alle ganz kurz in der letzten Nachricht oder in der letzten Frage schreiben. Ansonsten würde ich jetzt den Stream, ich würde jetzt erstmal nach oben nochmal in die Bude gehen, damit ich zu Hause halt natürlich spawne. Ansonsten, wir können also 1-2 Minuten würde ich sogar noch machen, um kurz nochmal nach anderen Sachen zu gucken, wie zum Beispiel den Terabyte oder eben Luxuswagen, die ich mir demnächst noch holen möchte, wenn das Geld wieder stimmt.
Ansonsten Arena War. Warte mal, was haben wir denn hier? Arena-Fahrzeuge. Okay, das ist schon mal. 2 Kilometer habe ich noch. Geiler Preis, Lennart. Ne? Nee, Lennart. Ja. Lennart. Nee, Leon, meinte ich. Ja, sorry, mir ist das echt so rausgerutscht. Lennart ist das. Nee, das ist nicht so. Ja, tut mir leid, schon, ich muss nur wirklich den Namen. Ach, alles gut. Der, mir ist wirklich nur der Name rausgefallen. Mit L. Auf, nur auf 100 ist mir Lennart reingefallen. Nee, Leon, ich habe noch 1,8 Kilometer hinter mir. Thoroughbite wird auf jeden Fall anvisiert. Oh, hoch hier. Mobile Kommandozentrale. Okay, welcher Rang müsste ich dafür sein? Steht hier irgendwas? Wäre auch mal schön, wenn da immer stehen würde und nicht nur dieses Geschlossenzeichen. Ja, dann fick dich. Na gut, dann halt nicht. Als ob ein Feuerwehrauto 2 Millionen kostet. Läuft ja mal richtig. So, ich bin da, ich hab's geschafft. So, ich überleg mir auch mal, den nächsten Bus zu holen. Den habe ich mir auf jeden Fall geholt. Maschinengewehr, ja, okay, kann man machen. Für den Preis kann man nicht meckern. Das werde ich dir gerade jetzt nicht empfehlen, John. Diese ballastische Ausrüstung ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, dazu braucht man noch irgendwas, genau. Alter, fuck, wo ist denn der verdammte LKW? Das meine was steht da dem hinter? Du musst hinter den Dings fahren. Hinter. Ja, ich hab's gerade gesehen. Alter, das hat mich Zeit gekostet. 4 Kilometer! Wollt ihr mich rollen? Ja, mit dem Fahrzeug unter 40 Minuten. Oh, ich hab einen Kaktus überfahren. Mein kleiner grüner Kaktus, ich hab dich jetzt überfahren. Trollehi, trolleho, trolleho. Ich hab 3 Kilometer, mein letztes ist 3 Kilometer weit weg. Okay, geht ja noch. Ja. Was mich nervt, der ist so extrem langsam und der Berg, der noch ist, der, oh, der zieht sich so da in der Länge. Okay, ja gut, liebe Damen und Herren. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal für einen Moment. Peace out, macht es gut. So Jungs, ich gehe jetzt.